Wir freuen uns, dass dieses Webinar, wie auch schon das erste Webinar, das wir gehalten haben, auf so eine große Zustimmung trifft. Für all diejenigen, die schon einmal dabei waren, es wird heute hauptsächlich wieder um eigentlich die gleichen Themen gehen wie auch schon im ersten Webinar. Es mag an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas Neues geben, vielleicht ein paar neue Erkenntnisse, die wir im Laufe der Zeit gesammelt haben, aber wir werden hier nichts grundlegend Neues erzählen oder erklären können. Von daher bitte ich um Verständnis, dass, wenn Sie die Inhalte schon kennen, uns das nicht negativ ankreiden. Das liegt in der Natur der Sache. Wir bieten dieses Webinar im Rahmen eines von der EU geförderten Projekts, und zwar dem Live-Projekt von Preferred by Nature an. Preferred by Nature ist dort der Projektkoordinator und wir sind Projektteilnehmer oder Projektbeteiligter. Dieses Projekt wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um die EUTR, also die Holzhandelsverordnung, bekannter zu machen, um die Umsetzung in der EU voranzutreiben. Und da aber die neue Verordnung quasi die EUTR ein bisschen eingeholt hat und das zu Beginn des Projekts noch nicht klar war, führen wir auch dieses Webinar zur EUTR im Zuge dieses Projekts durch. Wir, die GD Holz Service GmbH, sind eine 100-prozentige Tochter des Gesamtverbands Deutscher Holzhandel, des GD Holz. Und wir beschäftigen uns schon seit über 10 Jahren mit dem Thema der Holzhandelsverordnung. Wir sind auch eine sogenannte Überwachungsorganisation für die EUTR, also für die Holzhandelsverordnung, und bieten auch seit 2019 darüber hinausgehend freie Beratungsdienstleistungen im Bereich dieser Verordnung an. Diese Beratung steht allen Branchen offen. Wir kommen zwar aus der Holzhandelsschiene, aber auch andere Branchen können unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und das führt auch dazu, dass wir in dem heutigen Webinar im Wesentlichen, wenn wir Beispiele bringen, uns auf holzlastige Beispiele konzentrieren. Aber die meisten Anforderungen, die meisten Inhalte kann man auch problemlos auf andere Branchen übertragen. Ich sage das, weil wir in dem heutigen Teilnehmerkreis doch durchaus eine große Bandbreite an Branchen haben. Wir haben Zellstoff dabei, wir haben Lebensmittel dabei, wir haben Holz dabei. Also von daher bitte ich um Verständnis, dass wir uns im Wesentlichen ein bisschen aufs Holz konzentrieren. Aber die meisten Inhalte sind, wie gesagt, auch übertragbar auch auf andere Inhalte. Was bieten wir denn an als EUTR-Beratungs- oder als Dienstleister, Beratungsunternehmen bzw. Dienstleister? Wir bieten selbstverständlich ein Sorgfaltspflichtsystem an für unsere Kunden und wir schulen unsere Unternehmen. Wir beraten in allen möglichen Fragestellungen, seien es sehr konkrete Fragen zu einem Lieferanten oder einem Lieferland oder bezüglich geeigneter Dokumente für die Einhaltung der EUTR etc. Wir vermitteln Informationen an unsere Kunden, das heißt, wir versorgen unsere Kunden mit Newslettern und sonstigen relevanten Informationen zu Lieferländern, zu Produkten, zu Regelungen, zu neuen Regelungen, eventuell auch zur Umsetzung durch die Behörden etc. Und wie ich eben das schon gesagt habe, steht unsere Dienstleistung offen für alle interessierten Unternehmen und alle Branchen. Und wir bewegen uns zwar momentan noch, und das trägt auch unsere E-Mail-Adresse im Namen eutr@gdholz.de, wir bewegen uns im Bereich der Holzhandelsverordnung. Wir führen aber unsere Dienstleistung sukzessive über in die EUDR, sodass wir ab Ende nächsten Jahres dann auch unsere Dienstleistung komplett umgestellt haben werden auf die EUDR und dass unsere Kunden auch in diesem Bereich dann die bestmögliche Unterstützung bekommen können. Ich spreche die ganze Zeit von wir, das sind diese drei Gesichter, und zwar sind das die Frau Kraft, der Herr Kraft und ich. Wir betreuen bei uns im Hause in der GD Holz Service GmbH die EUTR-Betreuung oder Beratung und dann später auch die EUDR-Beratung. Und das Webinar wird dann im Wesentlichen gleich inhaltlich von den Kollegen Frau Kraft und Herr Kraft geleitet und durchgeführt. Wir werden, die Frage kam mit Sicherheit schon im Chat, die Präsentation nach dem Webinar zur Verfügung stellen. Wir können Sie leider bei Ihren Fragen nicht hören, aber wir nehmen gerne Ihre Fragen auf, und zwar bitte im Chat. Wir werden selbstverständlich aber alle persönlichen Inhalte, die Namen, die Fragen etc. nicht bei der Aufzeichnung berücksichtigen. Die werden nicht aufgenommen. Und bitte stellen Sie sowohl inhaltliche als auch technische Fragen in den Chat. Wir haben kein Fragen- und Antwortenfeld separat eingerichtet, sondern wir nutzen ausschließlich diesen Chat und den werden wir auch gleich im Hintergrund betreuen. Nutzen Sie bitte also daher
diesen Bereich. Wir haben für alle Kamera und Mikrofon deaktiviert, damit wir bestmögliche Ruhe für die Referierenden haben. Wir bitten da um Verständnis. Wie gesagt, den Chat lesen wir parallel in der gesamten Zeit und dort drüber können Sie gerne mit uns kommunizieren. Wir werden dann im Anschluss an dieses Webinar eine kleine Pause machen und dann werden wir alle Fragen, die aufgekommen sind, gesammelt beantworten, soweit es möglich ist. Und wenn irgendwo eine Frage vielleicht überfällt oder überrutscht, dann werden wir diese Fragen aber auch noch aufsammeln und die dann im Nachgang noch beantworten und Ihnen die Antworten zur Verfügung stellen. Ich denke, das war es soweit der Vorrede und dann darf ich an den Kollegen Franz Kraft übergeben, der jetzt mit Ihnen die EUDR im Inhaltlichen bespricht. Franz, viel Spaß. Danke, Jörg. Zum Einstieg werden wir uns jetzt erstmal anschauen, was überhaupt Entwaldung ist, über was wir hier heute reden und warum es diese neue Verordnung überhaupt gibt. Ich habe jetzt hier mal ein Foto, das ich 2014 aufgenommen habe in Papua-Neuguinea, mal kurz zur Einstimmung. Wenn man sich das anschaut, man sieht hier tropischen Regenwald. Es schaut ziemlich unberührt aus der Entfernung, aber wenn man mal genauer reinschaut in diese Wälder, da leben Leute drin seit Jahrtausenden und es läuft alles im Einklang mit der Natur und ja, funktioniert relativ gut. Und so soll es eigentlich auch sein. Die Wälder sollen erhalten bleiben und es ist mittlerweile auch jedem klar, dass wir die Wälder brauchen fürs Klima, für die Biodiversität etc. Aber natürlich sind solche Wälder weltweit unter Druck und wenn man nicht aufpasst, dann kann es schnell so ausschauen. Das hier ist jetzt ein Foto aus Borneo und hier wird gerade eine Ölpalmenplantage angelegt. Also wenn man sich das Foto anschaut, die Landschaft, es hat wahrscheinlich mal genauso ausgeschaut wie hier, aber es gibt halt hier jetzt einen krassen Eingriff, um hier Palmöl zu produzieren, möglicherweise auch für den europäischen Markt. Und deswegen müssen wir uns dieses Thema heute anschauen. Mal allgemein zur Entwaldung. Es gab in den letzten 30 Jahren global einen Waldverlust von 420 Millionen Hektar. Das sind 10% der globalen Waldfläche oder, um sich ein bisschen vorstellen zu können, das ist die Fläche der EU. Aktuell haben wir jährlich immer noch 10 Millionen Hektar Waldverlust. Und das ist ungefähr die Fläche von Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Die Importe in die EU sind für 10% der durch Landnutzung verursachten Entwaldung verantwortlich. Das heißt, Umwandlung von Wald in andere Flächen und dann Export dieser Güter in die EU lösen ungefähr 10% der globalen Entwaldung aus. Wir sind, kann man jetzt pauschal sagen, ungefähr für 1 Million Hektar Waldverlust im Jahr verantwortlich. Man sieht jetzt rechts dann verschiedene Beispiele, was Entwaldung sein kann. Oben ist ein Foto aus Zentralafrika. Wanderfeldbau in den Tropen wird da seit Jahrhunderten praktiziert. Kleine Waldflächen werden gerodet, werden abgefackelt. Da wird dann Garten angelegt für 5 oder 10 Jahre. Danach wird es wieder Wald. Das ist da gang und gäbe und sollte eigentlich kein Problem darstellen. Problematisch ist aber eher das untere Bild. Das ist aus Brasilien. Und dann sieht man halt klar, hier wurde der Wald abgeholzt und es wurde eine landwirtschaftliche Fläche angelegt. Offensichtlich ist es ein großes Problem, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber die meisten hier kommen aus dem Holzbereich. Wir haben ja die EU-Holzhandelsverordnung. Und die sollte ja eigentlich dagegen helfen, oder? Wenn wir uns jetzt mal die Erwägungsgründe anschauen, der EUTR, da steht nämlich drin, dass der illegale Holzeinschlag weltweit massive Wälder schädigt und zur Entwaldung beiträgt und dass dadurch ungefähr 20% der globalen CO2-Emissionen verursacht werden. Und bei der Erstellung der EUTR vor 13 Jahren hat man sich gedacht, dass die EUTR eine kostengünstige Möglichkeit ist, um eben diese Entwaldung zu verhindern und den Klimawandel einzudämmen. Die Frage ist jetzt aber, konnte dieses Ziel erfüllt werden? Und wenn ich so frage, ist die Antwort wahrscheinlich offensichtlich. Es ist nämlich so, dass die EUTR per Definition keinen Einfluss hat auf legale Entwaldung. Bei der EU-Holzhandelsverordnung schauen wir uns nur an, ob der Holzeinschlag im Land des Holzeinschlags legal war. Wenn jetzt in dem Land zum Beispiel genehmigt wird, dass man eine große Waldfläche entwaldet und da ein Feld drauf macht, dann hat das erstmal
nichts zu tun mit der IOTR und das Holz kann problemlos in die EU importiert werden. Außerdem ist auch fraglich, ob der Fokus auf Holz überhaupt der richtige ist. Neuere Studien belegen nämlich, dass die Landwirtschaft der eigentliche Haupttreiber ist der Entwaldung. Eine aktuelle Studie aus dem Science-Magazin sagt zum Beispiel, dass in den Tropen zwischen 90% und 99% der Entwaldung von der Landwirtschaft ausgelöst sind. Und mittlerweile sagt sogar der WWF, dass der Holzeinschlag für den Export nur noch einen geringen Einfluss auf die globale Entwaldung hat. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, die Auswirkungen der EUTR auf die globale Entwaldung sind sehr gering. Ich habe jetzt hier mal einen Auszug aus dieser WWF-Studie. Man sieht jetzt hier Süd- und Mittelamerika und man sieht verschiedene Symbole für die Verursacher der Entwaldung. Man sieht durchaus, hier dieser Lastwagen ist großer Holzeinschlag, Large-Scale Logging, ist ein paar Mal vertreten, hier in Peru, hier im Amazonas von Brasilien, aber im Wesentlichen, man sieht sehr oft hier Rinderzucht oder Landwirtschaft, das heißt, die Landwirtschaft hat hier einen sehr großen Einfluss. Das heißt, die EU hat erkannt mittlerweile, dass das ein Problem ist. Es gab zu dem Thema auch eine Umfrage auf EU-Ebene vor 3-4 Jahren, bei der über 1 Million EU-Bürger teilgenommen haben und mit überwältigendem Ergebnis, dass man eben was machen muss dagegen. Was hat die EU gemacht? Der Lösungsansatz der EU ist eine neue Verordnung. Und diese wurde am 31. Mai 2023 endgültig verabschiedet und heißt im Langtext Verordnung über die Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen, auf dem Unionsmarkt und ihre Ausfuhr aus der Union sowie zur Aufhebung der Verordnung EU Nummer 995/2010. Man sieht allein schon an dem Namen hier, dass das kompliziert wird. Nur kurz zur Info, diese Verordnung hier ist die EU-Holzhandelsverordnung, die wird nämlich aufgehoben durch die neue Verordnung. Das Ziel von dieser Verordnung ist jetzt, dass man den Konsum von Produkten, die mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen, reduziert und die Nachfrage nach entwaldungsfreien Produkten steigert. Kurz ein Disclaimer, woher haben wir die Infos, was wissen wir überhaupt? Der aktuelle Verordnungstext, der liegt vor, der ist endgültig. Außerdem sind wir oder unser Dachverband regelmäßig bei Meetings auf EU-Ebene dabei, in der EUTR Expert Group und auch in dem BMEL Stakeholder Forum sind wir vertreten. Das heißt, da kriegen wir aktuelle Infos. Wir können aber aktuell nur die Theorie berichten, unsere Interpretation des Verordnungstextes und was wir so aus diesen verschiedenen Meetings hören. Am Ende wird entscheidend sein, wie die Behörden das Ganze umsetzen. Es hat sich nämlich auch bei der EU-Holzhandelsverordnung gezeigt, dass das auch bei gleicher Verordnung innerhalb der EU sehr unterschiedlich sein kann. In Deutschland wird voraussichtlich wieder die BLE zuständig sein für die Umsetzung der EUDR. Das heißt, im Vergleich zur EUTR, denke ich, wird sich da nicht so viel ändern. Disclaimer, eben das Webinar basiert auf vorläufigen Informationen und unsere Interpretation, das heißt, wir können natürlich keine Gewähr dafür geben, dass das Ganze dann auch in Zukunft wirklich so eintritt. Aber wir können Ihnen jetzt eben unsere Interpretation der vorliegenden Infos geben. So, wie ist der zeitliche Ablauf von der Verordnung? Zum ersten Mal gehört haben wir davon im Oktober 2021, da gab es einen geleakten Entwurf, dann am 17.11.2021, das heißt vor 1,5 Jahren, haben wir den ersten Entwurf dieser Verordnung gesehen. Und dann ein knappes Jahr später haben sich das EU-Parlament, die EU-Kommission und der Europäische Rat geeinigt auf einen gemeinsamen Vorschlag. Vorher haben da einige unterschiedliche Versionen zirkuliert. Und da in dem Trilog wurde sich da auf eine einheitliche Version geeinigt. Die wurde dann in den nachfolgenden Monaten noch ein bisschen angepasst und jetzt vor ein paar Wochen endgültig verabschiedet. Heißt für uns jetzt, dass die EUDR diesen Donnerstag am 29.06. in Kraft tritt. Wir wussten das nicht, als wir den Termin festgelegt haben für das Webinar, passt jetzt aber zufälligerweise sehr gut. Und danach gibt es eine Übergangsfrist von 18 Monaten.
Ich habe hier noch ein Sternchen hin für kleine Unternehmen und Produkte, die nicht von der IoTR betroffen sind, beträgt diese Übergangsfrist 24 Monate. Im Holzbereich wird diese Ausnahme wahrscheinlich nicht greifen für die meisten Fälle. Da werden es immer die 18 Monate sein. Aber in anderen Bereichen und kleine Firmen könnte es durchaus sein, dass man noch ein halbes Jahr mehr Übergangsfrist bekommt. Für die meisten Firmen wird es dann aber heißen, ab 30.12.2024, dass man die neue Verordnung anwenden muss. Was passiert jetzt parallel mit der EU-Holzhandelsverordnung? Wie schon erwähnt, in Kraft treten diesen Donnerstag. Dann haben wir eine Übergangsfrist von 18 Monaten, in der die IoTR weiter gilt. Und am 30.12.2024 ersetzt die IoTR dann die IoTR. Es gibt dann aber noch eine zweite Frist von 3 Jahren, in der sowohl IoTR und IoTR gelten können, je nach Zeitpunkt des Holzeinschlags. Wenn nämlich der Holzeinschlag nachgewiesenermaßen vor dem 29.06.2023, also vor jetzt, stattgefunden hat, das in Verkehr bringen, aber nach 30.12.2024 war, dann gilt für die nächsten 3 Jahre weiterhin die IoTR. Aber nach dieser Frist gilt dann nur noch die IoTR, das heißt auch für Holz, das jetzt eingeschlagen wurde und das man erst, keine Ahnung, 2028 importiert oder in Verkehr bringt, müsste dann die IoTR angewendet werden und man braucht zusätzliche Infos, die man bisher nicht gebraucht hat. So, jetzt mal, das war jetzt der zeitliche Ablauf und im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt an, welche Produkte denn überhaupt betroffen sind von dieser neuen Verordnung. Wie schon bei der IoTR sind die betroffenen Produkte im Anhang der Verordnung gelistet. Das Ganze ist eingeteilt gemäß der Warentriefnummern. Und hier gilt, man darf sich nicht nur anschauen, was man für ein Produkt hat und sich dann überlegen, ob es zur Entwaldung beiträgt, sondern man muss stur die Warentariefnummer anschauen und schauen, ob die im Anwendungsbereich drin steht. Da kann es dann durchaus sein, dass manche Sachen durchrutschen, aber es ist einfach so, sowas kann man nur über diese Warentariefnummern regeln. Was ist da alles dabei? Rinder, Rindfleisch und Leder, dann Kakao, Kakaoprodukte, Schokolade, Kaffee, Ölpalmen oder Palmöl zum Beispiel, Soja und Sojaprodukte und Kautschuk. Wir als Holzverband oder ja, GT Holz Service GmbH konzentrieren uns natürlich aufs Holz und da ist es so, dass der komplette Anwendungsbereich, der bisher schon unter die EU-Holzhandelsverordnung gefallen ist, auch unter die neue Verordnung fallen wird. Das sind große Teile von Kapitel 44 der kombinierten Nomenklatur, das heißt die meisten Holz- und Holzprodukte, dann Kapitel 47 und 48, Zellstoff und Papier, dann die meisten Holzmöbel und vorgefertigte Gebäude. Das heißt, für die Produkte, die jetzt von der IoTR betroffen sind, wird auch weiter diese neue Verordnung gelten. Es fällt nichts raus. Aber es werden auch noch ein paar neue Produkte dazukommen. Zukünftig sind nicht mehr nur einzelne Warentarifnummern aus Kapitel 44 betroffen, sondern das komplette Kapitel. Das heißt, zukünftig haben wir auch noch Holzkohle, Holzpfähle, Holzwolle, Werkzeuge, Werkzeugstiele, Hölzer mit Einlegearbeiten oder Kästchen oder sowas und dann noch Sonstiges. Die ersten fünf sind für den normalen Holzhandel, glaube ich, nicht so wirklich wichtig. Aber der Punkt Sonstiges kann durchaus relevant sein, weil da fallen nämlich Fensterkanteln drunter und Massivholzplatten, die bisher von der IoTR nicht betroffen waren und die jetzt durchaus für einige Firmen im Holzbereich neue Probleme schaffen könnten. Außerdem betroffen ist zukünftig auch 9401 Sitzmöbel. Die wurden, glaube ich, bei der IoTR schlicht einfach vergessen. Diese Lücke wurde jetzt geschlossen. Und der Punkt 49, bedrucktes Papier. Das heißt, diese ganzen Warentarifnummern zählen zukünftig unter die IoTR. Zusammengefasst nochmal das komplette Kapitel 44, dann Möbel, Papier und vorgefertigte Gebäude. Okay, es gibt natürlich auch wieder Ausnahmen. Es gibt Produkte im Anwendungsbereich der IoTR,
die nicht unter die Verordnung fallen. Und das sind Recyclingprodukte, zum Beispiel Recyclingpapier oder Produkte aus Altholz. Wobei hier wichtig ist, dazu zählen keine Sägenebenprodukte, sondern nur wirklich Produkte, die ihren Lebenszyklus abgeschlossen haben. Ein Sägenebenprodukt ist ja kein Abfall, sondern wird weiterverarbeitet zu Pellets, zu Spanplatten etc. Außerdem gibt es Produkte im Anwendungsbereich, die gar kein Holz enthalten. Zum Beispiel sowas hier, Bambus. Weiteres Thema wäre zum Beispiel Palmen, sind auch kein Holz, oder Zellulose aus Stroh. Wobei man hier aufpassen muss, das ist jetzt erstmal unsere eigene Interpretation analog zur IUTR, weil hier war es eben so, wenn etwas kein Holz enthält, kann man natürlich auch nicht prüfen, ob es illegalen Holzeinschlag gab. Ist ja ganz klar. So, jetzt haben wir uns überlegt, was betroffen ist von der Verordnung, welche Produkte. Und jetzt müssen wir uns anschauen, welche Akteure hier zukünftig betroffen sind davon. Wie schon bisher bei der EU-Holzhandelsverordnung gibt es Marktteilnehmer oder auf Englisch Operator und Händler auf Englisch Trader. Es gibt aber zukünftig neu jetzt unterschiedliche Verpflichtungen, je nachdem, wo man in der Lieferkette sitzt und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Bei der IUTR war das relativ einfach. Der Importeur oder der Erstenverkehrbringer war der Marktteilnehmer, alle anderen waren die Händler. Und hier bei der IUTR wird das jetzt viel komplexer. Ich habe am Ende ein paar Praxisbeispiele, wo ich das Ganze nochmal zusammenfasse, werde jetzt zuerst aber mal auf die einzelnen Akteure eingehen. Es ist relativ komplex und es ist schwer, das Ganze in eine logische Reihenfolge zu bringen. Wenn man sich die Verordnung durchliest, gibt es ständig Verweise nach vorne und nach hinten. Man muss ziemlich viel springen. Deswegen muss ich hier jetzt auch bei der Erklärung ein bisschen vorgreifen, teilweise. Aber am Schluss fasse ich es nochmal zusammen in zwei Beispielen. Aber Sie können auch gerne, wenn Sie Fragen dazu haben, das Ganze im Chat schreiben. Und wir gehen auf die kritischen Punkte am Ende nochmal ein. So, zuerst fangen wir jetzt mal an mit dem Marktteilnehmer. Und der ist gemäß Verordnung jeder, der im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit relevante Erzeugnisse in Verkehr bringt oder ausführt. Hier haben wir jetzt schon die erste Änderung im Vergleich zur IUTR. In Verkehr bringen kannten wir bisher schon, aber ausführen, also Export, ist neu. Zukünftig ist auch jeder Exporteur ein Marktteilnehmer. Und im Verkehr bringen ist definiert, ähnlich wie bei der IUTR schon, als die erstmalige Bereitstellung eines relevanten Rohstoffs oder relevanten Erzeugnisses auf dem Unionsmarkt. Hier ist aber ein wichtiger Unterschied zur IUTR. Bei der IUTR war die Weiterverarbeitung ausgenommen. Das heißt, wenn man jetzt aus einem Rundholz ein Schnittholz produziert hat, würde man ja eigentlich ein neues Erzeugnis auf den Markt in Verkehr bringen. War bei der IUTR ausgenommen. Jetzt bei der neuen Verordnung ist man dann streng genommen auch ein Marktteilnehmer. Wenn man eben ein Holzprodukt verarbeitet oder ein anderes Produkt in eine andere Warentarifnummer umwandelt. So zumindest unsere aktuelle Interpretation. Das heißt, zusammengefasst fallen unter die Marktteilnehmer der Import, der Export, der Holzeinschlag in der EU und die Verarbeitung. So, der nächste Punkt sind dann die Händler. Händler sind eigentlich relativ einfach. Das ist jede Person in der Lieferkette mit Ausnahme des Marktteilnehmers, die im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit relevante Erzeugnisse auf dem Markt bereitstellt. Und die Bereitstellung auf dem Markt ist definiert als Abgabe eines relevanten Rohstoffs oder Erzeugnisses zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit. Ist eigentlich ganz einfach. Kauf und Verkauf von Produkten, die schon mal jemand anders in Verkehr gebracht hat. So, aber es gibt hier leider eine Ausnahme, die das Ganze sehr viel komplizierter macht. Und zwar sind das die großen Händler. Nicht KMU-Händler, das heißt KMU sind kleine und mittlere Unternehmen, werden zukünftig wie Marktteilnehmer behandelt. KMU sind definiert eben als kleine und mittlere Unternehmen gemäß einer EU-Richtlinie. Und zwar sind das Unternehmen, die am Bilanzstichtag mindestens zwei der drei hier genannten Größenmerkmale nicht überschreiten. Das heißt, wenn man als Firma unter 20 Millionen Bilanzsumme, unter 40 Millionen Nettoumsatzerlös oder unter 250 Mitarbeiter ist, dann ist man ein mittleres Unternehmen und ist ein normaler Händler. Im Umkehrschluss
Sobald man zwei von diesen drei Kriterien überschreitet, ist man zukünftig Marktteilnehmer und muss auch innerhalb der Lieferkette gewisse Vorgaben beachten. Das ist jetzt für die Firmen wahrscheinlich nicht so kompliziert, wird aber auf jeden Fall mehr Bürokratieaufwand bedeuten, weil man einige Infos sammeln muss und weitergeben muss in der Lieferkette, Anmeldungen machen muss etc. Nochmal kurz zu diesen KMUs. Wir gehen aktuell davon aus, dass hier einzelne Unternehmen betrachtet werden und nicht Unternehmensgruppen. Es gibt dazu jetzt noch keine direkte Aussage, aber die EUDR spricht immer von den Unternehmen. Die hier zitierte Verordnung spricht sowohl von Unternehmen als auch von Gruppen. Und deswegen denken wir eben, dass nur das einzelne Unternehmen betrachtet wird. Ohne größere Gruppe höchstwahrscheinlich nicht. So, jetzt haben wir uns angeschaut, wer Marktteilnehmer ist, wer Händler ist und diesen Sonderfall. Jetzt schauen wir uns an, was diese einzelnen Akteure machen müssen. Der ersten Verkehrbringer, das heißt, der es als erster auf dem Binnenmarkt zur Verfügung stellt, muss ein Sorgfaltspflichtsystem anwenden. Auf Englisch auch Due Diligence System oder kurz DDS. Wir kürzen es immer als DDS an. Und zwar muss er das Ganze vor dem Inverkehrbringen machen. Ist ja auch bisher so, man muss ein DDS anwenden, wenn man Holzprodukte in Verkehr bringt. Aber es wird jetzt ein bisschen erweitert. Man muss nämlich zukünftig Entwaldung prüfen. Man muss Waldschädigung prüfen. Und man muss prüfen, wie bisher, ob das Produkt gemäß lokaler Gesetze produziert wurde. Und im Holzbereich heißt Produktion Holzeinschlag. Außerdem muss man eine Sorgfaltserklärung erstellen und in so einem System von der EU hochladen. Das erkläre ich gleich im Anschluss. Und man muss Informationen in der Lieferkette weitergeben. Mindestens ist das die Referenznummer von dieser Sorgfaltserklärung und Nachweise, dass man ein Sorgfaltspflichtsystem angewandt hat. Und wir schauen jetzt gleich mal an, was diese Sorgfaltserklärung jetzt ist. Das ist nämlich neu. Bisher war es so, es konnte alles importiert werden und die Behörden haben eben gesehen über die Zolldaten, was man importiert hat und sind dann zu Prüfungen gekommen. Und jetzt ist es anders. Jetzt muss man vorab alles anmelden. Das heißt, früher konnte man unter dem Radar fliegen, wenn es die Behörde nicht gemerkt hat, was man da importiert, wurde man nicht kontrolliert. Mittlerweile ist es so, oder in der neuen Verordnung ist es so, man muss alles genau angeben und die Behörden werden alles mitbekommen, was man hier in Verkehr bringt. Heißt für uns, ersten Verkehrbringer, große Händler und Exporteure müssen vor dem Inverkehrbringen oder dem Export eine Sorgfaltserklärung abgeben. Wichtig ist, dass diese Sorgfaltserklärung auch durch einen Bevollmächtigten abgegeben werden kann. Wichtig ist es dann, wenn man zum Beispiel sehr kleinteilige Verhältnisse hat. Ich denke jetzt hier mal an deutsche Kleinprivatwaldbesitzer. Die könnten dann diese Vorgaben an die Waldbauernvereinigung abgeben oder zum Beispiel an die Holzindustrie, die die Ware kauft von denen. Weil bei irgendwelchen Kleinprivatwaldbesitzern ist es vielleicht dann zu aufwendig, dass die für einen Verkauf alle 10 Jahre hier extra sich anmelden. Die EU wird ein Informationssystem erstellen, in dem diese Sorgfaltserklärung hochgeladen wird. Und dieses System führt dann auch gleich Plausibilitätsprüfungen durch und schaut, ob die angegebenen Informationen zumindest grundsätzlich in Ordnung sind. Die schauen zum Beispiel, ob die angegebene Fläche wirklich im Wald ist oder ob das im Meer liegt. Und was auch möglich wäre theoretisch ist, man muss ja die Fläche genau angeben und man muss die Menge angeben. Und wenn jetzt zufällig 10 Importeure die gleiche Fläche angeben, könnte die EU natürlich das alles zusammenzählen und schauen, ob die Menge, die von dieser Fläche angeblich kommt, wirklich plausibel von dort kommen kann. Oder ob die Lieferanten im Drittland vielleicht immer die gleichen Infos weitergeben, die das Produkt aber von ganz woanders kaufen. Ist jetzt unsere Spekulation. Das Tool bietet die Möglichkeit, das zu machen für die EU. Ob die das so auswerten werden am Ende, kann man nicht sagen. Wichtig ist außerdem, dass jeder, der eine Sorgfaltspflichterklärung abgibt, die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Ware übernimmt. Bisher ist es so, bei der EUTR, man importiert einfach und man erklärt erstmal gar nichts. Und wenn die Behörde dann bei Verstößen gegen eine Firma vorgehen will, ist es sehr schwierig, einen Importeur oder eine Firma generell, die gegen die Verordnung verstoßen hat, zu verklagen.
Zukünftig wird jeder ankreuzen und unterschreiben, okay, ich habe es geprüft, es ist alles legal. Das heißt, es wird für die Behörden auch leichter werden, eine Firma zu verklagen. Ist zumindest unsere Interpretation aktuell. Und ohne Sorgfaltserklärung wird die Ware nicht freigegeben. Das heißt, meine Ware kommt nicht durch den Zoll beim Import oder beim Export. Soweit ich es jetzt verstanden habe, muss man die Referenznummer bei der Zollanmeldung schon angeben, sonst kann man die Zollanmeldung gar nicht machen. Nur Zoll und Behörden erhalten vollständigen Zugriff auf diese Sorgfaltspflichterklärungen. Der Marktteilnehmer selbst, der das Ganze abgibt, bekommt eine Referenznummer, die individuell ist für diese Lieferung und die man dann innerhalb der Lieferkette weitergeben muss. Da ich mich noch an Fragen erinnere vom letzten Mal, also diese Sorgfaltserklärung muss für jeden Import und für jedes im Verkehr bringen abgegeben werden. Heißt für jeden Container, jede Lieferung oder wenn ich als Waldbauer hier in Deutschland Rundholz verkaufe, für jeden einzelnen Verkauf. Und nicht über das ganze Jahr verteilt oder sowas, sondern wirklich für jeden Vorgang. Ganz neu ist die Info jetzt, die hat mir ein Kollege weitergegeben von letzter Woche vom BML Stakeholder Forum, dass man anscheinend 2 Token bekommt, die man auch weitergeben kann. Und mit diesen sogenannten Token, die unterscheiden sich, man hat einen großen Token, habe ich das mal genannt, mit dem der Kunde am Ende Zugriff bekommt auf den kompletten Inhalt der Sorgfaltserklärung. Und es soll auch so einen kleinen Token geben, wo nur auf Teile der Sorgfaltserklärung zugegriffen werden kann. Welcher Umfang es ist, weiß ich aber nicht. Vielleicht kann man es selber festlegen. Vielleicht ist es vordefiniert. Aber da werden dann nur gewisse Infos weitergegeben. Es gibt außerhalb von diesen Tokens keine Möglichkeit, dass man mit der Referenznummer an die Daten rankommt. Das heißt, der Datenschutz ist erstmal gewährleistet für Externe. Aber für die Lieferkette muss man natürlich Infos weitergeben. Wie das genau laufen wird mit der Informationsweitergabe, das müssen wir erst noch herausfinden. So, jetzt habe ich ständig über diese Sorgfaltserklärung geredet. Die Frage ist, was muss da überhaupt rein? Zuerst, ganz klar, Name und Anschrift des Marktteilnehmers ist ja kein Problem. Zusätzlich auch noch bei Import oder Export die ORI-Nummer muss man angeben. Dann braucht man eine Beschreibung des Produkts inklusive Menge und Baumart. Und genauso wie bei der EOTR, wenn ich die Baumarten nicht genau kenne oder wenn da 100 verschiedene Baumarten drin sein könnten, muss ich alle Baumarten angeben, die drin sein können. Und dann, der nächste Punkt wird der schwierigste. Ich brauche das Land des Holzeinschlags und ich brauche die Geokoordinaten der Fläche, wo das Holz eingeschlagen wurde. Und jetzt bei den anderen Produkten ist es, wenn es jetzt nicht um Holz geht, da, wo das Produkt produziert wurde. Zu den Geokoordinaten erzähle ich dann später noch was, wie das funktioniert oder wie wir uns das vorstellen. Falls ich jetzt eine große Firma in der Lieferkette bin, kann ich mich auf die Sorgfaltserklärung von meinem Vorlieferanten beziehen. Das heißt, ich kann dann bei meiner eigenen Sorgfaltserklärung auch die Referenznummern von der Firma angeben. Wenn es jetzt eine Referenznummer ist, falls ich jetzt mehrere Lieferungen verarbeite zu einem Produkt zum Beispiel, gebe ich mehrere Referenznummern an. Gemäß unserer aktuellen Info ist es dann so, dass ich die Geokoordinaten in der Lieferkette nicht mehr brauche. Ich brauche noch die Beschreibung des Produkts mit Menge und Baumart, aber ich brauche nicht mehr die Geokoordinaten vom Holzeinschlag, weil die ja sowieso schon in der Datenbank drin liegen. Das ist jetzt aber Info, die wir vom BML bekommen haben. Wir sind da noch ein bisschen unsicher, wie es am Ende dann wirklich umgesetzt wird. In der Verordnung steht das nämlich nicht so drin. In der Verordnung steht drin, dass man beides braucht. Dann nächster Punkt. Man muss bestätigen, dass man ein Sorgfaltspflichtsystem angewandt hat und dass das Produkt ein geringes Risiko aufweist, dass es zur Entwaldung, Waldschädigung oder illegalem Holzeinschlag geführt hat. Und am Ende muss man noch seinen Namen angeben und unterschreiben. So. Das war jetzt die Sorgfaltserklärung, die Importeure, Exporteure und große Unternehmen in der Lieferkette abgeben müssen. Und jetzt schauen wir uns im nächsten Schritt an, was denn kleine Firmen machen müssen in der Lieferkette. Das heißt, jemand, der mit Holz handelt oder Holz verarbeitet, beziehungsweise Produkte, die bereits von jemand anderem in Verkehr gebracht wurden.
Das ist relativ einfach und auch wie bisher eigentlich bei der IoTR. Ich muss Informationen zu Lieferanten und Kunden sammeln. Ich muss die Referenznummer der Sorgfaltserklärung von meinem Lieferanten dokumentieren und weitergeben. Und ich muss diese ganzen Infos für 5 Jahre speichern. Heißt für mich, ich muss keine Sorgfaltspflicht machen. Ich brauche keine Sorgfaltserklärung. Aber wenn ich Marktteilnehmer bin, das heißt, ich verarbeite Holzprodukte in andere Produkte, dann bin ich trotzdem für die ordnungsgemäße Umsetzung der IUDR verantwortlich oder haftbar. Wie gesagt, es ist zumindest unsere aktuelle Interpretation, wie das genau umgesetzt wird mit dieser Haftbarkeit, obwohl man gar nichts prüfen muss, ist noch fraglich. Jetzt haben wir uns die KMUs angeschaut. Als nächstes kommen die Nicht-KMUs, das heißt große Unternehmen. Wir erinnern uns an die Einteilung von vorher, das heißt über 250 Mitarbeiter zum Beispiel. Wenn die mit Produkten handeln, die schon von jemand anderem im Verkehr gebracht wurden, müssen die, wie auch die KMUs, Informationen zu Lieferanten und Kunden sammeln. Und sie müssen jetzt ganz neu sicherstellen, dass ihre Lieferanten ein korrektes DDS angewandt haben. Unserer Info nach ist das eine Plausibilitätsprüfung. In einem Stakeholder-Forum, ich glaube im Februar war das, hat einer vom BMEL gemeint, okay, wenn ich jetzt sibirische Lerche importiere und der Lieferant gibt an, dass die in der Türkei eingeschlagen wurde, dann ist es klar, es ist nicht plausibel. Aber zum Umfang dieser Prüfung haben wir leider noch keine Infos. Und dann muss ich eben, wie schon vorher kurz erwähnt, eine eigene Sorgfaltserklärung abgeben auf Basis der von meinem Kunden, von meinem Lieferanten erhaltenen Referenznummern. Wenn ich jetzt nicht genau weiß, welche Referenznummern ich hier verarbeitet habe in meinem Produkt oder was ich hier weiterverkaufe, muss ich alle Referenznummern angeben, die drin sein können natürlich. Ich muss ja auch alle entsprechend prüfen. Wichtig ist jetzt natürlich, dass wenn ich Infos prüfen soll in der Lieferkette, die mir der Lieferant auch geben muss. Und wenn jetzt ein kleiner Händler, ein KMU, gar nicht verpflichtet ist, mir hier vernünftige Infos weiterzugeben, habe ich schon ein Problem, weil ich dann nicht mehr so genau prüfen kann, ob der Vorlieferant sein DDS vernünftig angewandt hat. Das heißt, vielleicht braucht man da zukünftig irgendwelche Vereinbarungen in der Lieferkette bezüglich der Informationsweitergabe und natürlich auch bezüglich des Datenschutzes. Und wie schon vorher erwähnt, Marktteilnehmer, die sich auf die Sorgfaltserklärung von einem Lieferanten beziehen, sind trotzdem für die ordnungsgemäße Umsetzung der Verordnung haftbar. Meiner Interpretation nach wurde das eingeführt deswegen, weil bei der IoTR es häufig Umgehungsversuche gab oder es gibt Umgehung. Das heißt, in Deutschland ist es schwierig zu importieren, die Behörde setzt die Verordnung streng um. Das heißt, ich suche mir den Lieferanten in einem anderen EU-Land, wo die Verordnung nicht so streng genommen wird und der importiert für mich und verkauft es dann an mich. Dann macht der Lieferant im anderen EU-Land die IoTR für mich und ich habe damit nichts mehr zu tun. Aber zumindest für die großen Firmen wird das jetzt schwieriger, weil die dann haftbar sind, wenn der Lieferant die IUDR nicht vernünftig umsetzt. Jetzt last but not least haben wir noch den Export. Als Exporteur muss ich grundsätzlich eine Sorgfaltserklärung abgeben und dann, je nachdem wie groß die Firma ist, muss ich eben prüfen, ob mein Lieferant seine Sorgfaltspflicht vernünftig umgesetzt hat. Wenn ich ein kleines Unternehmen bin, muss ich das nicht machen. Genauso wie bei den anderen Unternehmen von vorher in der Lieferkette muss ich eben schauen, gegebenenfalls, ob der Lieferant ein vernünftiges DDS angewandt hat. So, das waren jetzt mal auf die Schnelle alle Kategorien, die wir aus der Verordnung identifiziert haben. Und jetzt haben wir hier 2 Beispiele von der EU bekommen. Die habe ich übersetzt und ein bisschen angepasst auf den Holzbereich und die werde ich jetzt mal kurz erläutern. Wir haben jetzt hier ein Beispiel für Import von Holz in die EU. Holz wird in einem Drittland eingeschlagen und zu Schnittholz verarbeitet. Hier haben wir jetzt schon ein Symbol für einen Satelliten und ein Symbol für Dokumente. Das heißt, es liegen Geokoordinaten vor und es liegen auch die richtigen Dokumente vor. Dieses Schnittholz wird in die EU exportiert. Und die erste aufnehmende Hand ist hier ein Importeur. Der bringt die Ware eben zum ersten Mal in der EU in Verkehr und wird dadurch zum Marktteilnehmer.
Das ist eigentlich klar, wie bisher auch schon, der Erste, der es eben verkauft. So Spezialfälle mit Makler und vorübergehende Einfuhr oder sowas, auf die gehe ich jetzt erstmal nicht ein. Die gibt es auch bei der IOTR. Da muss man dann genau schauen, wer wirklich zuständig ist und wie das dann in den Vorschriften oder in den Leitfäden definiert wird, wer jetzt hier genau der Inverkehrbringer ist. Aber in unserem Fall ist es klar, ich habe hier einen Marktteilnehmer, der muss eine Sorgfaltspflicht anwenden, muss schauen, ob es legal ist, ob es entwaltungsfrei ist. Und dann, wenn er das gemacht hat, gibt er eine Sorgfaltserklärung ab und erhält die Referenznummer. Dann gibt der Zoll die Ware frei und der Importeur kann die Ware weiterverkaufen. In dem Beispiel hier jetzt wird das Schnittholz an ein Hobelwerk verkauft, und zwar an ein KMU-Hobelwerk, das dann das Schnittholz zu Terrassendielen weiterverarbeitet und dann diese Terrassendielen in Verkehr bringt. Wir haben jetzt hier einen nachgelagerten KMU-Marktteilnehmer. Der hat keine Sorgfaltspflicht, weil er eine kleine Firma ist. Er bekommt die Referenznummer vom Lieferanten, er dokumentiert diese Referenznummer und gibt die Infos weiter. Und am Ende kauft ein Baumarkt diese Terrassendielen und verkauft die weiter an Endkunden. Der Baumarkt in meinem Beispiel hier ist jetzt eine große Firma. Das heißt, es ist ein großer Händler, kein KMU. Der muss jetzt überprüfen, ob der Vorlieferant seine Sorgfaltspflicht vernünftig angewandt hat. Und zwar nicht hier dieses Hobelwerk, weil das eine kleine Firma ist, sondern er prüft den Marktteilnehmer hier und gibt dann basierend auf der Referenznummer von dem Marktteilnehmer seine Sorgfaltserklärung ab. Wichtig ist halt jetzt hier, die Informationen müssen weitergegeben werden. Der große Händler muss wissen, wer der Importeur ist. Wenn man jetzt hier sich das Thema Lieferantenschutz anschaut und zum Beispiel hier das Hobelwerk nicht preisgeben will, von wem es das Holz gekauft hat, haben wir schon ein Problem. Dafür werden wir in den nächsten Monaten Lösungen finden müssen. Beziehungsweise müssen wir erstmal herausfinden, was jetzt am Ende der große Händler genau prüfen muss, um uns dann zu überlegen, okay, ich muss irgendwie schauen, dass ich an diese Infos komme und gleichzeitig den Lieferantenschutz gewährleiste. Wir haben jetzt hier noch ein zweites Beispiel. Ich habe ja in der Teilnehmerliste gesehen, dass auch einige Waldbesitzervertreter dabei sind oder europäische Holzindustrie. Und deswegen haben wir jetzt hier ein Beispiel zum Export von Holzprodukten aus der EU. Ich habe hier am Anfang EU-Waldbesitzer, mehrere Waldbesitzer, die Holz ernten und in der EU in Verkehr bringen. Die sind Marktteilnehmer, haben eine Sorgfaltspflicht, geben eine Sorgfaltserklärung ab und bekommen eine Referenznummer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass für Holz aus Deutschland zum Beispiel diese Sorgfaltspflicht sehr minimal sein wird, wenn man überhaupt irgendwas machen muss. Aber es ist offensichtlich oder es ist klar, dass man eine Sorgfaltserklärung abgeben muss, sonst bekommt man keine Referenznummer, die man weitergeben kann. Sonst können die Firmen am Ende der Lieferkette ohne die Referenznummer keine Sorgfaltserklärungen abgeben. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht kompliziert sein, aber man hat zumindest einen gewissen Verwaltungsaufwand zukünftig auch als Marktteilnehmer und den hat man auch als deutscher Landwirt, wenn man eine Kuh verkauft. Das wird alle treffen, die eben auch in der EU zum ersten Mal die betroffenen Produkte in Verkehr bringen. Das Sägewerk kauft jetzt Rundholz von diesen Waldbesitzern am Anfang und verarbeitet es zu Schnittholz, bringt das Schnittholz in Verkehr. Wir haben hier wieder ein KMU. Genau wie vorher muss er nichts prüfen. Er bekommt Referenznummern, dokumentiert diese Referenznummern und gibt die Informationen weiter. Wir haben jetzt hier noch einen Händler eingebaut, der vom Sägewerk kauft das Schnittholz und stellt es bereit auf den Unionsmarkt, quasi verkauft es weiter. Auch der hat keine Sorgfaltspflicht, kriegt die Referenznummern, muss die dokumentieren und weitergeben. Am Ende haben wir jetzt hier einen Möbelhersteller, und zwar eine große Firma. Die kauft das Schnittholz von unterschiedlichen Händlern, unterschiedlichen Waldbesitzern am Ende, stellt Möbel her und exportiert diese Möbel aus der EU. Jetzt haben wir hier einen nachgelagerten Nicht-KMU-Marktteilnehmer. Der muss eben die Sorgfaltspflicht von seinen Vorlieferanten prüfen, gibt eine Sorgfaltserklärung ab und kann dann mit der Referenznummer exportieren. Aber hier ist es jetzt eben so, wir haben hier eine relativ komplizierte Lieferkette. Wir können hier am Anfang sehr viele Waldbesitzer haben. Und theoretisch muss die Firma jetzt hier prüfen, ob ganz am Anfang die Waldbesitzer
ein vernünftiges DDS angewandt haben. Kommt jetzt ganz darauf an, was die EU oder die Behörden hier zukünftig fordern. Vielleicht geht man davon aus, dass es in Deutschland oder in der EU vielleicht sogar pauschal legal ist. Aber in der Theorie zumindest müsste die Firma jetzt hier Informationen bekommen, genau wo das Holz herkommt, und prüfen, ob die Firmen das vernünftig gemacht haben im Sinne der EUDR. Also es ist zumindest auf dem Papier relativ kompliziert, und wie das am Ende dann umgesetzt wird, müssen wir uns jetzt in den nächsten Monaten und Jahren anschauen, damit wir herausfinden können, eben was wir hier genau prüfen müssen und welche Infos wir in der Praxis weitergeben müssen. So, das war es jetzt mal zusammengefasst zu den unterschiedlichen Akteuren. Der nächste Punkt wäre jetzt die Sorgfaltspflicht, aber ich würde sagen, 10.50 Uhr machen wir 10 Minuten Pause. Oder Jörg, was meinst du? Machen wir um 5 nach 11 weiter. Genau. Und dann gibt es noch ein paar Informationen zur Sorgfaltspflicht. Danke schon mal und bis gleich. So, die Pause ist vorbei, es ist 11.05 Uhr. Ich hoffe, jeder konnte sich einen Kaffee holen oder ein Wasser. Und jetzt würde ich einsteigen in das Thema Sorgfaltspflicht. Wir haben uns ja am Anfang angeschaut, wer die einzelnen Akteure sind, um welche Produkte es geht und so weiter. Und jetzt schauen wir uns an, wie man denn oder was diese Leute denn machen müssen überhaupt. Hier bei der Sorgfaltspflicht geht es jetzt im Wesentlichen um den Import, beziehungsweise zeigen wir einfach mal alles, was zu dem Thema gibt, und die Importeure werden eben von dem kompletten Umfang betroffen sein. Für andere Akteure in der Lieferkette oder für europäische Hersteller oder Waldbesitzer zum Beispiel wird die Prüfung wahrscheinlich sehr viel einfacher werden, aber zumindest in der Theorie müssen diese Aspekte von allen umgesetzt werden. So ein Sorgfaltspflichtsystem kennen einige schon aus der IUTR. Das besteht immer aus drei Säulen. Wir haben am Anfang die Informationssammlung, dann als nächsten Schritt haben wir die Risikobewertung und die Risikominderung. Wie bei der IUTR genau das Gleiche, nur dass wir einige neue Aspekte dazu bekommen. Mal allgemein noch zum Thema DDS. In Verkehr bringen von einem Produkt ist immer erst erlaubt, nachdem man so ein DDS angewandt hat. Ist ganz klar, wenn man die Ware erst in Verkehr bringt und dann das DDS anwendet, dann kann man ja den Zweck der Verordnung nicht mehr erfüllen, weil die Ware schon im Verkehr gebracht ist. Das System muss immer auf dem neuesten Stand sein. Also man kann jetzt nicht Waren prüfen mit einem Stand von vor 3 Jahren, wenn sich die Situation im Land des Holzeinschlags zum Beispiel schon wieder geändert hat. In der EUDR steht auch drin, dass man sein DDS mindestens einmal jährlich überprüfen muss, ob es noch dem aktuellen Stand entspricht. Und man muss alles, was man hier dokumentiert, alles, was man an Sorgfaltspflichtregelungen durchführt, inklusive der Änderungen am eigenen System, dokumentieren und muss es mindestens 5 Jahre aufbewahren. Die Behörden können das Ganze dann überprüfen und die können theoretisch auch nach 4 Jahren und 11 Monaten noch kommen und prüfen, ob die Verordnung vernünftig umgesetzt wurde. Es gibt jetzt einen Sonderfall, und zwar die vereinfachte Sorgfaltspflicht. In der Verordnung steht, dass alle Länder weltweit nach Entwallungsrisiko eingeteilt werden werden. Und zwar gibt es da geringes Risiko, normales Risiko und hohes Risiko. Und für Holz, das nachweislich in einem Land eingeschlagen wurde, wo das Risiko der Entwaldung und der Waldschädigung gering sind, reicht es aus, wenn man eine Informationssammlung erstellt und eine Sorgfaltserklärung abgibt. Man muss keine Risikobewertung und keine Risikominderung machen. Die EU nennt das vereinfachte Sorgfaltspflicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht wirklich eine große Vereinfachung ist, weil die Risikobewertung ist kein Problem mehr, wenn ich die Informationen eh schon gesammelt habe. Und zur Informationssammlung gehören, wie wir vorher schon kurz angeschnitten haben, auch die Geokoordinaten. Das heißt, auch bei geringem Risiko muss ich mir zukünftig vom Lieferanten die Koordinaten organisieren und nachweisen, dass das Holz entwaldungsfrei ist. Die Liste mit diesen Ländern, da haben wir vor ein paar Wochen eine Ausschreibung bekommen, wo die EU jetzt erst nach Firmen sucht, die die Liste für die erstellen.
Und die wird erst zum Inkrafttreten fertig werden. Das heißt, Ende nächsten Jahres, dann, wenn die EUDR auch umzusetzen ist für uns, dann werden wir diese Liste bekommen und leider nicht vorher. Das heißt, wir können uns nicht darauf vorbereiten, ob einzelne Länder jetzt gering sind oder nicht. Und am Anfang werden alle Länder sowieso ein normales Risiko haben. Das heißt, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass das Land, aus dem man importiert, ein geringes Risiko haben wird, sondern erstmal überall von einem zumindest normalen Risiko ausgehen. So, der erste Schritt ist jetzt die Informationssammlung. Die EUDR gibt einen langen Katalog vor an Kriterien, die man prüfen muss. Ein paar davon kennen wir schon aus der EUDR, ein paar davon sind neu. Als erstes habe ich die Beschreibung des Produkts. Bei Holz inklusive wissenschaftlichen Namen von allen enthaltenen Baumarten. Heißt, wenn ich ein Papierprodukt importiere, dann muss ich vielleicht 100 verschiedene Baumarten angeben. Kann sein, dass viele verschiedene Baumarten drin sind. Wenn ich es nicht genau weiß, muss ich eben alle angeben, die drin sein können. Ich brauche Informationen zur Menge. Ich brauche Informationen zum Land des Holzeinschlags. Ich brauche Infos zum Lieferanten und zum Kunden. Das alles kennen wir schon aus der EUTR und sollte alles kein Problem sein. Dann brauchen wir außerdem Nachweise, dass der Holzeinschlag oder die Produktion gemäß der einschlägigen Rechtsvorschriften im Erzeugerland war. Die Punkte hier, die fünf, die kennen wir schon aus der EUTR. Das wären Landnutzungsrechte, forstwirtschaftliche Vorschriften, Umweltschutz, Handel und Zoll und Rechte Dritter. Da haben wir mittlerweile herausgefunden, wie man das Ganze umsetzt. Aber die EUDR gibt uns noch ein paar neue Punkte dazu, die wir zukünftig prüfen müssen. Also zum Beispiel Steuerrecht, ob jetzt vor Ort die zutreffenden Steuern bezahlt wurden. Es gibt dann oft zum Beispiel in Tropen, für jeden Baum, den man fällt, muss man eine bestimmte Steuer zahlen. Oder das Thema Arbeitsrecht ist wichtig. Haben die Leute vor Ort vernünftige Arbeitsverträge? Werden die Arbeitszeiten eingehalten? Haben die vernünftige Schutzausrüstung? So zumindest unsere Interpretation. Dann das Thema Menschenrechte. Da geht es wahrscheinlich um Sklaverei zum Beispiel, Gleichberechtigung etc. Dann ein schwieriger Punkt wird in manchen Ländern der Punkt Antikorruption. Das heißt, gibt es Gesetze gegen Korruption? Dann muss man vielleicht genauer prüfen, welche Maßnahmen hier ergriffen wurden, dass hier keine Korruption herrscht. Wie das gehen wird, keine Ahnung, wird noch schwierig. Und als letztes der Punkt Free Prior Informed Consent wird jetzt den meisten nichts sagen. Das ist das Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung. Heißt, wenn ich zum Beispiel in den Tropen irgendwo ein Waldgebiet als Konzession vergeben will, dann müssen eben die vor Ort lebenden Stakeholder, vielleicht auch sogar indigene Völker, die da leben, vorab darüber informiert werden, über diesen Prozess, und die müssen in der Lage sein, sich eine Meinung darüber zu bilden und dann ihre Zustimmung zu geben oder nicht. Man darf sie nicht einfach dazu zwingen, sich jetzt hier aus der Konzession zu verziehen und die vertreiben. Man muss da mit denen beraten. Das wären jetzt die 10 Aspekte, die zukünftig geprüft werden müssen. Klar ist, es ist nicht immer alles relevant. Wenn ich keine indigenen Völker habe oder niemand, der in dem Wald lebt, muss ich auch nicht prüfen, ob da jemand gefragt wurde zum Beispiel. Wichtig ist, es geht immer um die lokalgültigen Gesetze. Das heißt, ich muss wissen, welche Gesetze gelten in den einzelnen Aspekten vor Ort, und dann muss ich schauen, wurden die eingehalten. Muss mir natürlich auch entsprechende Nachweise suchen dafür. Genau. Dann, was neu ist, außerdem, ich muss zukünftig Informationen sammeln zum Zeitpunkt oder zum Zeitraum der Erzeugung. Das heißt, im Holzbereich wäre das der Holzeinschlag. Und außerdem brauche ich, das habe ich ja vorher schon erwähnt, die Geokoordinaten von dem Flurstück, auf dem das Holz eingeschlagen wurde. Und der Punkt könnte noch kritisch werden oder wird auf jeden Fall schwierig. Und ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, ich brauche Nachweise, dass das Produkt nicht zur Entwaldung oder Waldschädigung beigetragen hat. Und diese beiden Punkte, die Koordinaten und die Waldschädigung, Entwaldung, die schauen wir uns jetzt im Anschluss genauer an. Genau, wie gesagt, ich brauche die Geokoordinaten von dem Flurstück, und bei einer Fläche unter 4 Hektar reicht mir ein einzelner Punkt.
Ab 4 Hektar brauche ich ein Polygon. Das heißt, ich brauche die ungefähren Umrisse von der Fläche. Wenn ich mehrere Flurstücke habe oder wenn nicht genau sicher ist, von welchen Flurstücken das Ganze kommt, muss ich alle Flurstücke angeben. Jetzt als Beispiel, ich bin selber Kleinstprivatwaldbesitzer, habe 3 Waldflächen, insgesamt 4 Hektar. Wenn ich in allen 3 Flächen ein paar Käferbäume umschneide, die zusammen bei mir zu Hause bei mir auf den Haufen schmeiße, kann ich nicht mehr nachvollziehen, welcher Stamm aus welchem Wald kam. Dann gebe ich in Zukunft einfach die 3 Koordinaten an von den 3 verschiedenen Flächen. Könnte natürlich auch sein, bei komplizierten Lieferketten, bei einem Holzwerkstoff oder bei Papier, dass ich am Ende 100 Koordinaten habe oder 1000, je nachdem, wie die Lieferketten aufgebaut sind. Wichtig ist auch, ich habe eine Genauigkeit von 6 Dezimalstellen, das heißt, ich muss sehr genaue Koordinaten angeben und darf nicht irgendwelche ungefähren Werte angeben. Ich zeige jetzt mal ein Beispiel, wie man das machen könnte. Das heißt jetzt nicht, dass man es so machen muss oder dass in Zukunft jeder irgendwie in Google Maps gehen muss, aber es ist mal ein Beispiel, um Ihnen ein bisschen zu zeigen, wie das gehen könnte. Ich scroll jetzt mal auf einen Wald. Wo ist der? Da ist er. Hier ist eine Waldfläche. Sie sehen an meiner Maus ungefähr die Umrisse von der Waldfläche. Ich kenne die Fläche, hat ungefähr 1,2 Hektar. Und ich kann jetzt einfach hier reinklicken und klicke bei Google Maps an, was ist hier, und kriege da unten sofort die Koordinaten. Kann auch nochmal draufklicken und habe jetzt hier die Koordinaten, die ich dann in meiner Sorgfaltserklärung angeben kann und die ich dann vielleicht auch sogar meinem Lieferanten, meinem Kunden weitergeben kann, um dem zu zeigen, wo die Ware herkommt. Wenn ich jetzt nicht weiß, hat die Fläche über oder unter 4 Hektar, kann ich mit Google Maps sogar messen. Ich kann hier mit rechter Maustaste hier mir die Ecke aussuchen, gehe auf Entfernung messen, klicke genau eine Ecke, noch eine Ecke und habe jetzt hier eben die Fläche von dem Wald. Das sind ungefähr 1,2 Hektar. Okay, ich weiß, es reicht mir aus, diese Fläche für diese Fläche ein Polygon einen einzelnen Punkt anzugeben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Ecken haben will oder das Polygon, kann ich auch theoretisch hier mit rechter Maustaste mir die einzelnen Punkte aussuchen. Hier zeigt er mir sogar schon die Punkte extra an. Das heißt, das ist theoretisch machbar und ist es nicht so kompliziert. Ergebnis wäre jetzt hier zum Beispiel eben diese 48 Grad Nord, 10 Grad Ost, glaube ich. Und wichtig ist auch, dass man das Koordinatensystem mit angibt. Hier bei Google Maps ist das Webmercator. Es kann nämlich auch sein, dass je nach Land unterschiedliche Koordinatensysteme verwendet werden, die jetzt nicht unbedingt unserem Koordinatensystem entsprechen. Und dann kann es sich vielleicht ein paar Meter verschieben. Da muss man eben herausfinden, welches Koordinatensystem in dem jeweiligen Land verwendet wird. Oder welches Koordinatensystem die Daten haben, die mir der Lieferant gibt. Ich könnte es aber auch genauso zum Beispiel jetzt machen, indem ich einfach in den Wald gehe oder mein Lieferant geht in seinen Wald, schaut aufs Smartphone. Auch da kann man relativ einfach die Geokoordinaten ablesen. Gut, das war es jetzt erstmal zum Punkt der Koordinaten. Und als nächstes schauen wir uns die Waldschädigung an. Und um Waldschädigung definieren zu können, müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, was ist überhaupt Wald? In der Verordnung, Artikel 2, ist alles Mögliche definiert. Unter anderem ist auch definiert, was Wald ist. Und zwar sind Waldflächen von mehr als 0,5 Hektar mit über 5 Meter hohen Bäumen und einer Überschirmung von mehr als 10%. Und hier wird es jetzt komplizierter. Oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen Standort diese Werte erreichen können. Das heißt, auch eine Kahlfläche oder eine Fläche, wo frisch Holz eingeschlagen wurde und die jetzt, wo nur noch Stöcke stehen, ist noch ein Wald, wenn da später wieder Bäume wachsen oder wenn da schon Verjüngung drauf ist. Ausgenommen hier sind Flächen, die überwiegend landwirtschaftlich oder städtisch genutzt werden. Ein Park in der Stadt ist kein Wald, genauso wenig wie zum Beispiel eine Agroforstplantage im Wald ist. Aber Plantagen zur Holzproduktion, zum Beispiel Eukalyptus, Kiefer, Pappel, sind auch als Wald definiert. Und ich habe es ja kurz schon erwähnt, auch Kahlflächen, zum Beispiel nach einer Ernte oder nach einer Kalamität, können durchaus Wald sein. Agroforst ist kein Wald, weil es eben landwirtschaftlich genutzt ist. Was brauche ich jetzt für das Thema Entwaldung? Ich brauche Nachweise, dass das Produkt nicht zur Entwaldung beigetragen hat. Wie ist die Entwaldung definiert?
Es ist Umwandlung von Wald in landwirtschaftliche Nutzfläche. Das heißt, ich habe am Anfang Wald und am Ende habe ich ein Feld oder ich habe einen Acker, ich habe eine Wiese, eine landwirtschaftliche Plantage. Dann findet Entwaldung statt. Aber nicht zum Beispiel Umwandlung von Wald in Infrastrukturflächen. Wenn ich dann eine Straße baue, ist es per Definition in der Verordnung keine Entwaldung, weil da keine landwirtschaftliche Nutzfläche daraus entsteht. Und der Stichtag dafür ist der 31.12.2020. Das heißt, alles, was vor diesem Datum entwaldet war, interessiert mich nicht. Alles, was zu diesem Datum Wald war und danach entwaldet wird, darf ich nicht mehr in Verkehr bringen. So, aber jetzt gibt es schon wieder solche Fälle hier. Es ist ein Foto aus dem Sauerland von vor ein paar Jahren. Eine Borkenkäferfläche. Alles abgeräumt, wurde sogar gefräst, so wie das ausschaut hier. Es ist die Frage, ist das Entwaldung? Und die Antwort ist relativ einfach. Nein, weil hier keine landwirtschaftliche Nutzfläche entsteht. Holzernte oder Schadereignisse zum Beispiel, wie jetzt Insekten, Kalamitäten, sind nicht Betroffene, solange man eben keine landwirtschaftliche Nutzfläche am Ende hat. Wenn da wieder Wald wächst, ist es in Ordnung. Es ist keine Entwaldung. Aber es könnte theoretisch Waldschädigung sein. Das schauen wir uns dann aber danach an. Wie kann man das jetzt prüfen? Auch hier kann man sich wieder mit einer Online-Quelle behelfen. Wie das am Ende genau funktionieren wird, kann man jetzt noch nicht sagen, aber es gibt zumindest schon alle möglichen Infos online und Datenbanken, die man hier nutzen kann. Und was zum Beispiel hilfreich sein kann, ist Global Forest Watch. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen beim Internet hier. Vielleicht dauert es kurz. Hier kann man sich eben weltweit anschauen, wo es Entwaldung gab. Ich habe es schon mal voreingestellt. Die haben jetzt die roten Punkte, die hier darstellen, oder rosarotene, sind Flächen, die entwaldet wurden. Und ich habe es schon mal voreingestellt auf zwischen 2020 und 2021, weil 2021 eben die letzten Zahlen sind, die haben. Und dahinter liegt hier ein aktuelles Satellitenbild. Und wir können jetzt mal reinzoomen hier. Man sieht schon, hier sind ein paar rote Punkte. Schauen wir mal, wo meine Beispielfläche ist. Hier. Man sieht jetzt schon, okay, hier ist irgendwas passiert zwischen 2020 und 2021. Aber um das mal genau erkennen zu können, schalten wir jetzt diesen Layer ab mit der Einblendung und sehen jetzt hier, okay, hier auf dem Satellitenbild von 2020, Dezember 2020, sieht man, da gab es ein bisschen Entwaldung, aber hier ist überall noch Wald. Das schaut alles ziemlich natürlich aus der Entfernung. Wenn wir uns jetzt aber hier aus der Liste das aktuelle Foto raussuchen, von Mai 2023, kurz warten, okay, wir sehen sofort, hier wurde entwaldet. Oder zumindest, hier ist der Wald weg. Jetzt müssten wir uns halt genauer anschauen, was wir für ein Produkt haben und was hier auf der Fläche passiert ist, um feststellen zu können, ob das hier jetzt Entwaldung ist im Sinne der Verordnung oder ob das vielleicht normale Forstwirtschaft ist. Aber wenn man sich jetzt die Umgebung anschaut hier und wenn man sich Brasilien überlegt, könnte es gut sein, dass hier vielleicht zum Beispiel eine Viehweide angelegt wurde oder demnächst ein Sojafeld entsteht. Ich glaube, es schaut eher aus wie eine Viehweide, meiner Meinung nach. Genau, das heißt, von so einer Fläche, wenn man jetzt rausfindet, okay, es ist eine landwirtschaftliche Nutzfläche, darf man hier wieder das Holz importieren, das von dort gekommen ist. Und man darf auch die Kühe nicht mehr importieren oder das Rindfleisch, das auf dieser Fläche produziert wurde. Okay, in Global Forest Watch gibt es kostenlose Satellitenbilder monatlich für die Tropen. Wenn man jetzt mal rauscrollt, sieht man das. Die werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Man sieht hier diesen Bereich, den kann man sich hier kostenlos anschauen. Für temperierte Gebiete gibt es das nicht. Da müsste man sich andere Lösungen suchen. Wir sind jetzt aktuell auf der Suche eben nach Anbietern für solche Satellitenbilder und auch für die entsprechenden Auswertungen. Es ist ziemlich kompliziert und es ist auch relativ teuer. Wir schauen jetzt mal, was man da machen kann und ob es vielleicht sogar die Möglichkeit gibt, das Ganze automatisch auszuwerten. Aber aktuell sind wir noch in einem sehr frühen Stadium. Und für unsere Kunden gilt, sobald wir hier eine Lösung haben, werden wir das Ganze mitteilen und werden das hoffentlich dann in unser neues System einbauen. So, das war jetzt die Entwaldung. Die ist, wie gesagt, meiner Meinung nach relativ einfach umzusetzen. Ich schaue, ist es Wald, ist es kein Wald. Generell würde ich behaupten, für die landwirtschaftlichen Güter ist es einfacher zu prüfen, weil die eben nur die Entwaldung prüfen müssen.
Wald, kein Wald. Die müssen nicht die Waldschädigung prüfen. Die gilt nämlich nur für Holzprodukte. Und das schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an. Was ist überhaupt Waldschädigung? Und die ist definiert als Umwandlung von Primärwald in gepflanzten Wald, Plantagenwald oder sonstige bewaldeten Flächen, beziehungsweise Umwandlung von sich natürlich regenerierendem Wald in Plantagen oder sonstige bewaldete Flächen. Und ja, an den Definitionen hier erkennt man schon mal, dass es kompliziert. Wir werden uns jetzt genau mal anschauen, was das im Einzelnen bedeutet, wie man das vielleicht machen kann. Und auch hier gilt wieder, der Stichtag ist 31.12.2020. Alles, was vorher passiert ist, ist nicht im Anwendungsbereich des Gesetzes. Alles, was danach geschädigt wurde zum Beispiel, das ist für uns relevant. Als erstes haben wir den Primärwald. Primärwald ist Wald mit einheimischen Baumarten ohne deutlich sichtbare Zeichen menschlicher Aktivitäten. Hier jetzt mal als Beispiel ein europäischer Buchenwald. Man sieht hier nur eine einzige Baumart, die Buche. Das ist beim Buchenwald normal eigentlich so. Heißt jetzt aber nicht, dass es eine Plantage ist, sondern es ist ganz normal auch im Buchenwald. Und hier sieht man eben keine menschlichen Aktivitäten. Deswegen kann man das als Primärwald einschätzen. Dann das nächste wäre sich natürlich verjüngender Wald. Und hier geht es eben darum, es ist bewirtschafteter Wald, aber mit dem Fokus auf Naturverjüngung. Das heißt, über 50% der Bäume, die man am Ende hat, sind nicht durch Pflanzung entstanden, sondern eben haben sich natürlich verjüngt aus Samen, die die Bäume abgeworfen haben. Und unter diese Kategorie fallen auch Wälder, wo man nicht genau weiß, ob es sich natürlich verjüngender Wald ist oder ob es ein gepflanzter Wald ist. Und auch Stockausschlag in einem natürlich verjüngten Wald zählt dazu. Das heißt, Nieder- oder Mittelwaldnutzung könnte hier drunter fallen. Und es geht auch mit eingeführten Arten. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier Douglasie auf der Fläche hätte, die sich natürlich verjüngt, wäre das ein sich natürlich verjüngender Wald. Die nächste Kategorie ist der gepflanzte Wald, wo es eben darum geht, Wald, dessen Bäume übrigens gepflanzt sind. Ist klar, gepflanzt oder gesät, über 50% am Endbestand. Hier ist jetzt ein Foto aus meinem eigenen Wald. Das haben wir dieses Jahr gepflanzt im Frühjahr, die Bäume. Da weiß ich es genau, weil ich es selber gemacht habe. Aber wenn ich mir das jetzt 50 Jahre später anschaue, wird es vielleicht schwierig, überhaupt noch zu erkennen, ob sich jetzt hier um gepflanzten Wald handelt oder um sich natürlich verjüngenden Wald. Dann geht es noch weiter. Es gibt den Plantagenwald. Manche aus dem deutschen Forst werden jetzt vielleicht schimpfen, wenn ich so eine Fläche als Plantage bezeichne, aber meiner Meinung nach ist es oder fällt es unter die Definition in der Verordnung, nämlich eine oder zwei Arten, eine einheitliche Altersklassen, regelmäßige Abstände, intensive Bewirtschaftung. Ist definiert als Plantagenwald. Und dann gibt es noch das Thema sonstige bewaldete Flächen. Das sind Flächen mit einem Überschirmungsgrad zwischen 5% und 10%. Da habe ich jetzt kein Foto aus der EU oder aus Deutschland gefunden. Das ist jetzt einfach so eine Savannenfläche. Und jetzt schauen wir uns, das hier ist übrigens kein Wald, sondern es ist eben eine andere bewaldete Fläche mit einem Überschirmungsgrad von unter 10%. Das wäre ja die Definition für Wald. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie das, oder schauen wir uns mal an, zusammengefasst, was man in was umwandeln darf. Ich darf beim Primärwald einen sich natürlich verjüngenden Wald entstehen lassen. Das heißt, die Bewirtschaftung im Primärwald ist weiterhin in Ordnung, solange es danach immer noch ein sich natürlich verjüngender Wald ist und ich da keine Plantage daraus mache. Plantage darf es nicht werden, es darf keine sonstige bewaldete Fläche werden und ich darf keinen gepflanzten Wald daraus machen. Heißt jetzt aber zum Beispiel, gepflanzter Wald ist ja über 50% gepflanzt. Ich dürfte jetzt in so einem Primärwald danach auch was pflanzen. Heißt, in den Tropen gibt es manchmal sogenanntes Enrichment Planting, wo dann in so einer Konzession nach dem Einschlag einzelne Bäume gepflanzt werden, die man eben in Zukunft in dem Wald haben will. Das dürfte man weiterhin so machen, weil man ja niemals 50% des Endbestandes hier pflanzen würde, sondern nur ganz geringe Zahlen. Die Forstwirtschaft in Primärwäldern ist weiterhin erlaubt und es wird nicht eingeschränkt durch diese Verordnung. Ich darf es halt nicht zu einer Plantage machen oder zu einem gepflanzten Wald. Und bei sich natürlich regenerierendem Wald gilt, ich darf einen gepflanzten Wald daraus machen. Das heißt, ich
ich darf da auch größere Eingriffe machen, solange es keine Plantage wird am Ende. Aber eben, wie gesagt, keine Plantage und keine sonstige bewaldete Fläche darf daraus werden. Die drei, die jetzt noch übrig sind, für die gibt es keine Regeln. Das heißt, ich dürfte meinen gepflanzten Wald auch komplett kahlschlagen und dürfte dann eine Plantage drauf anlegen. Und ich dürfte auch eine sonstige bewaldete Fläche draus machen. Ich dürfte den auch kahlschlagen und brachliegen lassen, solange ich keine landwirtschaftliche Nutzfläche daraus entstehen lasse. Das fällt dann nicht mehr unter das Thema Waldschädigung. Wie schaut es jetzt aus mit dem Kahlschlag? Dürfte ich jetzt im linken Bild aus dem Primärwald hier rechts so eine Fläche machen, die ziemlich kaputt ausschaut? Ja, theoretisch darf ich Primärwald in sich natürlich vergrünenden Wald umwandeln. Das heißt, ich kann hier wüten drin und kann es dann auch stehen lassen. Wenn es von selber wieder wächst, ist es ein sich natürlich verjüngender Wald und es liegt keine Waldschädigung vor. Wenn ich jetzt danach alles pflanzen würde, dann ging es nicht mehr, dann habe ich einen gepflanzten Wald. Ich darf quasi alles machen, solange es keine Savanne wird am Ende. Ist natürlich aber ein Extremfall, der wahrscheinlich so selten vorkommen wird. So, die Frage ist jetzt, wie muss ich Waldschädigung prüfen? Es ist aktuell noch unklar, wie das gehen soll. Und es ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wo auf der Welt ich mich befinde und welche Art von Wald ich habe. Wir haben schon ein paar Ideen dafür gehabt. Also ich könnte es über Satellitenbilder irgendwie auswerten. Ich könnte die Waldbewirtschaftungspläne vor Ort heranziehen. Ich könnte es mit Fotos machen, die mir der Lieferant zur Verfügung stellt. Oder ich könnte eine eigene oder eine externe Prüfung zum Beispiel machen lassen. Wie gesagt vorher, wir haben schon versucht, mit allen möglichen Dienstleistern zu sprechen. Es wäre sogar theoretisch möglich, das Ganze mit Satellitenbildern auszuwerten und dann automatisch zu vergleichen. Aber die Erstellung von solchen Systemen wäre sehr aufwendig. Ein System, das global funktioniert, ist schwierig, weil natürlich die Wälder global ganz unterschiedlich ausschauen. Man kann Tropenwald nicht mit einem borealen Nadelwald vergleichen und auch nicht mit unseren Wäldern. Das heißt, hier müssen wir noch Lösungen finden, wie man das relativ einfach auswerten kann. Das sind jetzt mal unsere Vorschläge. Vielleicht haben Sie noch andere Ideen, wie man es machen kann. Wir freuen uns auf alle möglichen Lösungen, Ansätze und werden jetzt in den nächsten 8 Monaten uns darauf fokussieren, hier eine vernünftige Lösung zu finden. Okay, dann bin ich erstmal mit meinen Ausführungen am Ende und die nächsten 2 Punkte oder 3 Punkte übernimmt dann noch meine Kollegin Lieder. Wir machen kurz eine halbe Minute Umbaupause und dann sind wir gleich wieder zurück. Oh, it is. Okay. Ja. Also danke, Herr Kraft. Und ich werde ab hier übernehmen. Und nach der Informationssammlung im ersten Schritt müssen wir nun im zweiten Schritt mit den gesammelten Informationen prüfen, ob ein Risiko des illegalen Holzeinschlags oder ein Entwaldungsrisiko vorliegt. Und was genau muss man bei der Risikobewertung gemacht werden? Als erstes prüft man anhand der vorliegenden Informationen, ob eines der genannten Risiken vorliegt. Dies führt zu dem Ergebnis, ob ein vernachlässigbares Risiko vorliegt oder nicht. Und wie vorhin bereits erwähnt, wird es mit Ländern mit geringem Risiko geben, für die eine vereinfachte Sorgfaltspflicht angewandt werden kann. In diesem Fall ist die Informationssammlung ausreichend. Risikobewertung und Risikominderung sind hier nicht nötig. Die Liste mit der Einteilung wird erst Ende 2024 vorliegen. Also die Einteilung der Länder natürlich. Und jetzt, welche Aspekte muss man bei der Risikobewertung beachten?
Als erstes muss die Risikoeinteilung des Landes betrachtet werden. Das heißt, ob das Land möglicherweise ein hohes Risiko aufweist. Außerdem muss man prüfen, ob in der angegebenen Ernteregion überhaupt Wälder vorhanden sind. Bei Holzprodukten wird das meistens der Fall sein. Außerdem wichtig ist die Frage, ob es indigene Völker in der Ernteregion gibt und ob mit ihnen zusammengearbeitet wird. Und zuletzt, ob sie gegebenenfalls traditionelle Ansprüche an die Produktionsfläche haben. Diese Punkte müssen natürlich nur in Ländern geprüft werden, in denen es indigene Völker gibt. Ein weiteres zu prüfender Punkt sind Hinweise auf Entwaldung und Waldschädigung in der Ente-Region. Diese können über Portale wie Global Forest Watch oder Berichte von NGOs abgerufen werden. Wie bei der EUTL muss geprüft werden, ob die Dokumentation glaubwürdig und plausibel ist. Zudem muss man die Situation vor Ort überprüfen in Bezug auf die Kriterien Korruption, Dokumentenfälschung, fehlende Rechtsdurchsetzung, Menschenrechtsverletzungen, bewaffnete Konflikte oder Sanktionen. Auch die Komplexität der Lieferkette muss bewertet werden. Umso komplexer die Lieferkette, umso höher das Risiko, dass möglicherweise nicht dokumentiertes Material in die Lieferkette kommt. Zudem müssen natürlich auch noch folgende Aspekte geprüft werden. Zum Beispiel gibt es Risiken bezüglich der Vermischung mit illegaler Ware oder gibt es Hinweise der EU-Expert-Groups? Bestehen begründete Bedenken Dritter? Liegen Rechtsverstöße durch EU-Vorlieferanten vor? Oder gibt es andere Informationen bezüglich Illegalität? Zu guter Letzt wird wie bei der EUTL das Thema Zertifizierung genannt und alle genannten Aspekte müssen geprüft und dokumentiert werden. Und wenn ein Risiko für einen der Aspekte identifiziert wird, müssen im nächsten Schritt passende Risikominderungsmaßnahmen erfolgen. Im Prinzip ist die Risikobewertung ähnlich wie bei der EUTL. Aber nur, dass man bei der EUTL mehr Aspekte prüfen muss. Und jetzt werden wir mit dem Thema Risikominderung vertiefen. Am Ende der Risikobewertung lautet das Ergebnis vernachlässigbares Risiko oder nicht vernachlässigbares Risiko. Und bei vernachlässigbarem Risiko kann die Ware in Verkehr gebracht werden. Und bei nicht vernachlässigbarem Risiko müssen Marktteilnehmer geeignete Risikominderungsmaßnahmen anwenden. Wenn diese Maßnahmen in der Lage sind, das Risiko ausreichend zu mindern, kann die Ware in Verkehr gebracht werden. Und wenn nicht, darf die Ware nicht auf dem EU-Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden. In Artikel 11 der EUTL gibt es ein paar Beispiele zur Risikominderung. Man kann zusätzliche Informationen vom Lieferanten anfordern. Daneben gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, unabhängige Audits durchführen zu lassen. Außerdem werden noch andere Maßnahmen mit Bezug zur Informationssammlung genannt. Auch hier werden weitere Maßnahmen, die nicht genannt sind, denkbar. Die Marktteilnehmer müssen hier genau schauen, welche Maßnahmen die identifizierten Risiken mindern können. Und aus unserer Erfahrung mit 10 Jahren EUTL-Umsetzung sind uns einige Risikominderungsmaßnahmen bekannt.
Da wäre es zum Beispiel Zertifizierung mit FSC oder PEFC. Hier ist es aber wichtig, dass die Ware auch zertifiziert eingekauft wird. Zudem können eigene Audits in Einschlagsgebiet durchgeführt werden. Und in speziellen Fällen hilft auch eine wissenschaftliche Herkunft und Artenanalyse. Wir gehen davon aus, dass diese Punkte auch bei der EUDL relevant sein werden. Die EUDL schreibt außerdem vor, dass Marktteilnehmer angemessene Verfahren brauchen, um Risiken wirksam zu mindern. Und dazu gehören Risikomanagementpraktiken, Berichterstattung, Aufzeichnungen, interne Kontrolle und Compliance Management. Große Marktteilnehmer müssen zudem einen Compliance-Beauftragten ernennen und eine unabhängige Auditfunktion zur Überprüfung der Risikominderungsverfahren einführen. Was das alles in der Praxis genau bedeutet, müssen wir noch herausfinden. Und wir gehen aktuell davon aus, dass externe Audits nur nötig sind, wenn auch Risikominderungsmaßnahmen erforderlich und angewandt werden. Die Entscheidungen über Verfahren und Maßnahmen zur Risikominderung müssen dokumentiert und mindestens einmal jährlich überprüft werden. Die Marktteilnehmer müssen nachweisen können, wie Entscheidungen über Risikominderungsmaßnahmen getroffen wurden. Das waren erstmal alle Hinweise, die wir bereits zur Sorgfaltspflicht bei der EUDL haben. Es gibt aber noch weitere Punkte, die aus unserer Sicht interessant sind. Zum Beispiel, es wird zukünftig eine Berichterstattungspflicht für große Unternehmen geben. Diese müssen jährliche Berichte über die Anwendung der EUDL veröffentlichen. In diesen Berichten müssen Informationen zum angewandten Sorgfaltspflichtsystem aufgeführt werden. Die Unternehmen müssen darstellen, mit welchen Schritten sie ihre Sorgfaltspflicht erfüllt haben. Dazu gehören Informationen zu Produkten, Baumarten und natürlich Herkunftsländern und Regionen. Außerdem müssen die Ergebnisse der Risikobewertung sowie die angewandten Risikominderungsmaßnahmen angegeben werden. Und fast zutreffend muss zudem dargestellt werden, wie mit lokalen Stakeholdern kommuniziert wurde. Bei der EUDL gab es Ausnahmeregelungen für Flechti und CITES, weil die Legalität hier auf anderem Wege nachweisen können. Und bei der EUDL gibt es auch hier Änderungen. Zum Beispiel, Flechti-Importe gelten weiterhin als legal. Aber Entwaldung und Waldschädigung müssen zukünftig geprüft werden, weil diese nicht vom Umfang von Flechti abgedeckt sind. Und zuletzt, eine Sorgfaltserklärung muss in jedem Fall abgegeben werden. CITES wird in der EUDL nicht mehr erwähnt und diese Ausnahme entfällt zukünftig komplett. Hier müssen sowohl Entwaldung als auch Legalität geprüft werden. Außerdem muss man eine Sorgfaltserklärung abgeben. Und wir gehen davon aus, dass CITES Licensing als Legalitätsnachweis nützlich sein werden, auch bei der EUDL. Und Zertifizierung mit FSC, PEFC oder auch OLB wurden bei der EUDL häufig als Risikominderungsmaßnahme benutzt. Und bei der EUDL wird Zertifizierung genannt, aber es gibt keine Vorweise auf bestimmte Systeme. Versteht, dass
Trust-Zertifizierung ein vollständiges Sorgfaltspflichtsystem angewandt werden muss. Es wird keine sogenannte Green Lane für zertifizierte Ware geben. Und das war auch in der Frage. Das heißt, die Akzeptanz von Zertifizierung ist aktuell stark von der Einstellung der zuständigen EUDL-Behörde abhängig. Wir nehmen an, dass zumindest die BLE in Deutschland weiterhin Wert auf Zertifizierung legen wird. Und auch zum Thema Behördenprüfungen gibt es Neuigkeiten. Um eine gleichmäßigbare Umsetzung der EUDR innerhalb der EU im Vergleich zu der EUTL zu erreichen, wird es in Zukunft Mindestprüfvorgaben für die Behörden geben. Zum Beispiel bei Produkten aus Ländern mit geringem Risiko müssen jährlich 1% der Marktteilnehmer geprüft werden. Und bei Ländern mit normalem oder Standardrisiko 3% aller Marktteilnehmer. Bei hohem Risiko müssen die Behörden jährlich sowohl 9% aller Marktteilnehmer als auch alle importierten Waren prüfen. Die EUDL wird zudem einen hohen Strafrahmen einführen und die Höchststrafe soll mindestens 4% vom Umfang, vom Umsatz des Marktteilnehmers in der EU betragen. Der Strafrahmen sagt uns aber nicht viel aus, also weil aus unserer Sicht die Strafrahmen der EUTL ebenfalls schon hoch war. Die BLE in Deutschland hat aber meist nur geringe Bußgelder verhängt. Und wie bisher können Unternehmen auch von der öffentlichen Beschaffung abgeschlossen oder Waren beschlagnahmt werden. Es ist aber noch nicht absehbar, wie die Behörden hier vorgehen werden. Noch ein interessanter Punkt ist die öffentliche Schwarze Liste, auf der Firmen landen sollen, die gravierend gegen die EUDR Verstoß haben und davor vor Gericht verurteilt wurden. Zu guter Letzt muss auch noch das Thema begründete Bedenken Dritter erwähnt werden. Zukünftig darf jede Person, die begründete Bedenken hat, dass jemand gegen die EUDR verstoßt, dies bei den Behörden melden. Die Behörden müssen diese Bedenken sofort prüfen und danach müssen sie die Person dann innerhalb von 30 Tagen über die getroffenen Maßnahmen informieren. Dabei muss natürlich die Anonymität dieser Person gewährleistet bleiben. Zudem hat jeder mit hinreichendem Interesse das Recht, die Entscheidungen der Behörden gerichtlich anzufechten. Und es ist natürlich zu erwarten, dass manche NGOs oder auch Mitbewerber von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen werden. Und damit sind wir mit unseren Ausführungen zur EUDL am Ende und wir bedanken uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durchhaltevermögen. Jörg? Vielen Dank, Lydia. Vielen Dank, Franz. Ganz herzlichen Dank für euer Durchhaltevermögen. Ihr habt jetzt in den letzten anderthalb, zwei Stunden doch mächtig viel Stoff vermittelt, sehr viel Inhalte rübergebracht. Es ist auch ein zugegebenermaßen trockenes und theoretisches Thema, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Dennoch ganz, ganz vielen Dank an euch, aber auch an Sie, liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer. Herzlichen Dank. Wir haben, Sie haben es wahrscheinlich am Rande mitbekommen, sehr viele Fragen bekommen. Diese Fragen werden wir jetzt aufarbeiten. Und die Fragen werden wir dann gleich im zweiten Teil versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Ich schlage vor, dass wir die Pause bis um 12.10 Uhr bis auf 12.10 Uhr ausweiten. Das heißt, wir haben jetzt etwa 20 Minuten Zeit, uns ein bisschen zu erfrischen, zu erholen, den Kopf mal durchzupusten. Und dann sehen wir uns um 12.10 Uhr an dieser Stelle wieder und dann werden wir die Fragen beantworten. Bis gleich.
So, ich hoffe, alle sind wohlbehalten aus der Pause zurück. Wir haben Unmengen an Fragen bekommen. Ich bin nicht sicher, ob wir alle schaffen und ob wir alle heute beantworten können, aber wir werden jetzt mal einsteigen. Ich habe die ersten 5 bis 10 Fragen, konnte ich mir schon mal durchlesen und mir was dazu überlegen. Den Rest werden wir dann aus dem Stegreif machen. Aber wie schon erwähnt, wir wissen noch nicht alles. Es gibt noch nicht alle Informationen. Und natürlich können wir keine Gewähr übernehmen, dass es dann am Ende stimmt oder dass es dann auch so umgesetzt wird, wie jetzt in der Verordnung drin steht. Genau. Wir steigen gleich mal ein. Erste Frage ist, entsprechen die 420 Millionen Hektar Entwaldung seit 1990 der Differenz aus Entwaldung und Wiederaufforstung oder ist es die reine Entwaldung ohne Aufforstung? Ehrlich gesagt, die Antwort kann ich nicht geben. Wir haben diese Zahl aus den Erwägungsgründen der EUDR und da steht eben drin, dass die FAO schätzt, dass zwischen 1990 und 2020 weltweit 420 Millionen Hektar Wald verloren gegangen sind. Wenn man sich aber anschaut, was verloren geht generell und was an neuer Fläche entsteht, ist es meistens so, ich verliere Primärwälder oder eben relativ wertvolle Wälder und bekomme Plantagen dafür. Deswegen glaube ich, ist, wenn man sich nur plus minus anschaut, was an neuer Fläche kommt und sich nicht überlegt, welchen Wert die Fläche hat, die man da verliert weltweit, ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Also man muss schon anschauen, was an Fläche verloren geht und wie die Qualität ist quasi der Waldflächen, die man hier neu bekommt. Dann die nächste Frage ist, wie werden die EFTA-Länder betrachtet? Werden sie mit dem Unionsmarkt gleichgestellt? Beispiel wird Norwegen plus Luxemburg, Island ist gleich EFTA-Staaten, die EUDR pünktlich übernehmen. Die EUDR hat Norwegen erst 2015 erfüllt. Genau das ist richtig. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis dort die EUDR eingeführt wurde. Es steht auf jeden Fall schon mal drin in der Verordnung oben drüber Text mit EWR-Relevanz. Das heißt, das werden die Länder definitiv übernehmen. Aber ob das sofort kommt oder ob das auch wieder mit Verzögerung kommt, kann man aktuell nicht sagen. Aber wir gehen fest davon aus, dass es dann zumindest auch so sein wird wie jetzt, dass ein Import aus Norwegen kein Import im Sinne der Verordnung ist, sondern genauso gehandhabt wird, wie wenn man in Österreich einkauft zum Beispiel. Hier die nächste Frage ist, zählen auch Verpackungen aus Papier in den Anwendungsbereich der Verordnung? Die Kapitel 47 und 48, die ja Papier und auch Verpackungspapier beinhalten, sind von der Verordnung betroffen. Aber man muss sich hier immer anschauen, was man importiert zum Beispiel. Wenn ich jetzt ein Verpackungspapier importiere, fällt das ganz klar unter die Verordnung. Wenn ich ein Produkt importiere, das in Papier verpackt ist, dann fällt es nicht drunter. Also ein Beispiel, ich betreue eine Firma, die Elektronikprodukte importiert. Wenn die in Container Computermäuse importieren, die sind die in Papierschachteln verpackt. Die bekommen dann immer noch 5% Leerverpackungen zurück, damit dann, wenn jemand 5% Leerverpackungen mit, damit jemand, wenn er die Maus beim Mediamarkt zurückgeht, gibt, diese Maus neu verpackt werden kann. Und für die Computermäuse in Papierverpackung muss die EUTR und zukünftig auch die EUDR nicht erfüllt werden, aber für die Schachteln alleine schon, weil die eben unter der Warentarifnummer 47 oder 48 etc. importiert werden. Da muss man immer eben genau darauf schauen, welche Warentarifnummer habe ich, kaufe ich jetzt hier ein Papierprodukt oder kaufe ich irgendwas anderes, was in Papier verpackt ist. Gleiches gilt auch für Verpackungsholz zum Beispiel. So, nächste Frage ist, in der Verordnung steht Ex 49, bedeutet es nicht, dass die Zolltarifnummer ausgenommen ist? Für den Punkt haben wir noch keine genaue Erläuterung. Aber die BLE hat uns da zum Thema Flekt schon mal einen Hinweis gegeben vor einiger Zeit. Ich habe auch jetzt gerade noch mal online recherchiert und auf zoll.de steht eben, dass dieses X bedeutet, dass nur oder dass diese Regel oder die Verordnung nur gilt für den Teil, der auch wirklich da genannt ist in der Position. Und bei der EUDR werden eben bei 49 die genannt Bücher, Zeitungen, Bilddrucke und andere Erzeugnisse des grafischen Gewerbes, hand- oder maschinengeschriebene Schriftstücke und Pläne. Wir gehen aktuell davon aus, dass genau diese Produkte, die hier beschrieben sind, darunter fallen werden. Wahrscheinlich ist es so, ich kenne den Inhalt von Kapitel 49 jetzt nicht auswendig, dass es da noch andere Produkte drin gibt, die vielleicht eben nicht aus Holz bestehen oder die eben nicht betroffen sind von der Verordnung. Und
die Verordnung nur gelten wird für diese hier genannten, also wörtlich genannten Punkte. Wobei wir dazu eben noch keine konkreten Infos haben. Das müssen wir in den nächsten Monaten noch genau herausfinden. So, nächste Frage. Was ist mit Holz, welches nach dem 29.06. eingeschlagen wurde, angekauft wurde unter der IUTR? Aber nee, ich glaube, der Fragesteller meint hier vor dem 29.06. eingeschlagen wurde, aber nach dem 30.12.2024 auf den Markt kommt. Nachmeldung oder mit Vermerk erfüllt Anforderungen der IUTR, da vor dem 30.12.2024 in der EU am Markt. Also es ist so, wenn ein Holzprodukt am 28.06.2023 eingeschlagen wird und dann nach Inkrafttreten der IUTR, das heißt 2025, in Verkehr gebracht wird, dann gilt für 3 Jahre weiter die IUTR. Wenn das Produkt am 30.06.2023, also nächsten Samstag, eingeschlagen wurde und dann 2025 importiert wird, muss für dieses Produkt beim Import die IUTR angewandt werden, auch wenn die jetzt noch gar nicht gilt. Das heißt, bereits jetzt muss der Lieferant zum Beispiel diese Informationen sammeln, die wir dann vielleicht in 1,5 oder 2 Jahren dann erst brauchen. Es ist dann wichtig, dass wir möglichst zeitnah uns mit unseren Lieferanten unterhalten und die darauf hinweisen, was wir in Zukunft brauchen, weil sonst ab dem 30.12.2024 der Import nicht mehr möglich ist, wenn die Infos nicht vorliegen. Die nächste Frage ist, Holz, welches am 30.12.2024 schon verarbeitungsbereit vorlag, aber erst ab Januar 2025 weitergehandelt wird, also ohne Sorgfaltserklärung, was ist damit? Die müssen sich immer anschauen, wann dieses Holz zum ersten Mal in Verkehr gebracht wurde. Das heißt, wenn das Holz jetzt vor dem 29.06.2023 in Verkehr gebracht wurde, fällt es ganz klar unter die IUTR. Wenn es in diesem Zwischenraum zwischen 29.06. und 30.12.2024 eingeschlagen wurde und jetzt auch schon dann in der Firma vorliegt, muss man sich anschauen, wann wird es in Verkehr gebracht. Je nachdem, welche Definitionen man da hat, bei Import und Export ist es einfach. Da ist es das Verzollungsdatum relevant. Wenn dieses Verzollungsdatum eben nach dem Stichtag 30.12.2024 liegt, muss ich die IUTR anwenden und muss auch für dieses Holz zum Beispiel die Geokoordinaten bekommen. Wenn es jetzt um Verarbeitung im Inland geht, ich weiß nicht, woher die Frage kommt genau, aber wenn es um Verarbeitung in der EU geht, muss man sich eben genau jetzt überlegen, wie dieses Inverkehrbringen definiert ist. Und da wissen wir noch nicht so genau, welche Zeitpunkte jetzt hier als Inverkehrbringen dann genau gewertet werden. Ich gehe mal davon aus, dass es die Anlieferung sein wird oder die Rechnungsstellung, keine Ahnung, da warten wir noch darauf, dass wir einen Leitfaden bekommen von der EU, wo dann das genau definiert ist. Bei der IUTR war es so, dass wir Klarheit über dieses Thema erst dann bekommen haben, als wir einen Leitfaden bekommen haben, wo dann drin stand, welches Datum und welche Person hier relevant ist. Wie werden die Prüfkriterien für Produkte und Rohstoffe umgesetzt, die nach dem Stichtag in Verkehr gebracht wurden? Rückwirkende Gültigkeit der Verordnung. Dieser 31. Dezember 2020, der Stichtag, gilt nicht für die Produkte, sondern der gilt für die Flächen. Das heißt, Flächen, die nach diesem Datum entwaldet oder geschädigt wurden, von diesen Flächen darf ich nicht mehr importieren. Die Prüfung muss ich erst durchführen für Produkte, die ich ab dem 30.12.2024 in Verkehr bringe. Genau. Was war jetzt hier genau die Frage? Es ist dann relativ egal, wann das Ganze eingeschlagen wurde oder wann die Fläche entwaldet wurde. Es geht immer darum, welche Fristen in meinem Fall gelten. Wenn die Fläche jetzt Anfang 2021 entwaldet wurde, dann darf ich von dieser Fläche nichts mehr kaufen. Prüfen muss ich das Ganze aber eben erst ab dem 30.12.2024. Ich hoffe, ich habe die Frage verstanden. Wenn nicht, gerne nochmal im Chat nachfragen. Wenn man relevante Produkte zwar importiert, aber nicht selbst verkauft, ist man dann trotzdem ein Operator oder Marktteilnehmer. Zum Beispiel Druckerpapier oder Holzpaletten zum Transport, eigene Druckplatten aus Holz, Holzmöbel für den Eigengebrauch. Ich habe hier jetzt unten runter mal einen Auszug aus den Begriffsbestimmungen der IUDR kopiert. Und da ist definiert, was im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit heißt.
Und das ist nämlich die Verarbeitung, der Vertrieb an gewerbliche oder nicht gewerbliche Verbraucher oder zur Verwendung im Unternehmen des Marktteilnehmers oder Händlers selbst. Ist auch bisher schon so bei der IUTR, auch wenn Sie sich ein Muster kaufen und danach wegschmeißen, wenn Sie sich Brennholz kaufen für einen Ofen in der Werkstatt oder wenn Sie einen Schreibtisch kaufen für Ihr Büro, gilt das als im Verkehr bringen. Es muss nicht auf den Markt gebracht werden, sondern auch, wenn Sie es selber verwenden im Unternehmen. So, sollte man heute Produkte kaufen, die lange auf Lager liegen und nach der Parallelphase bis 2027 immer noch am Lager sind, müssen diese dann entsorgt werden, wenn die Informationen noch nicht gesammelt wurden bis heute. Die notwendigen Infos wurden bisher von den Produzenten ja nicht erfasst. In der Verordnung steht drin, ganz am Anfang, dass Produkte, die vor nächsten Donnerstag, genau, vor diesem Datum produziert wurden, heißt eingeschlagen wurden, nicht unter die Verordnung fallen. Beziehungsweise im Verkehr gebracht wurden. Das heißt, wenn Sie diese Ware jetzt schon im Lager liegen haben, ist es klar, dass die Ware schon vorab in Verkehr gebracht wurde. Und meiner Interpretation nach würde die IUDR dafür nicht gelten ab 2027. Anders ist es für Produkte, die jetzt in einem Drittland liegen, irgendwo im Nicht-EU-Ausland, und die dann jetzt importiert werden nach Inkrafttreten der Verordnung, die könnten Sie ab 2027 nur noch dann handeln, wenn Sie die entsprechenden Daten haben. Und wenn es um Produkte geht, die jetzt nach dem Stichtag 29.06. importiert oder eingeschlagen werden, da müssen Sie die Daten haben, sonst können Sie ab 2027 die Ware nicht mehr handeln. Aber der aktuelle Stand ist, dass eben Produkte, die jetzt schon bei Ihnen im Lager liegen oder die jetzt schon irgendwo in der EU liegen, dass für die ab 2027 die Verordnung nicht gelten wird. Weil es ist auch unmöglich für so alte Produkte, ich denke jetzt an Furnierbereich zum Beispiel, die Informationen nachträglich noch zu beschaffen. Zur Walddefinition im Gesetzestext. Wie ermittelt man, ob eine Fläche predominantly under agricultural uses, also ob es vor allem landwirtschaftlich genutzt wird. Geht es hier um die de facto oder um die de jure Nutzung? Ist eine bewaldete Fläche, die bereits offiziell als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen ist, kein Wald nach dieser Definition? Die Frage ist schwierig zu beantworten aktuell. Ich habe jetzt unten drunter einfach mal die beiden Definitionen aus der IUDR reinkopiert. Landwirtschaftliche Nutzung ist eben die Nutzung einer Fläche für landwirtschaftliche Zwecke, einschließlich landwirtschaftlicher Plantagen und stillgelegte landwirtschaftliche Flächen, sowie Flächen für die Aufzucht von Tieren. Und landwirtschaftliche Plantagen sind definiert als Flächen mit Baumbeständen in landwirtschaftlichen Erzeugungssystemen wie Obstbäume etc., Agroforst. Dazu gehören alle Plantagen relevanter Rohstoffe außer Holz. Landwirtschaftliche Plantagen sind von der Definition des Begriffs Wald ausgenommen. So wie sich das jetzt hier liest, gehe ich davon aus, dass es um die de facto Definition geht. Generell gibt die IUDR ja Regelungen vor für Wald und für Entwaldung, die mit den Regeln im Land des Holzeinschlags keine Verbindung haben, sondern wir haben jetzt hier die Regel, okay, wenn die Bäume höher als 5 Meter sind und höher mehr als 10% Abschirmung haben, dann habe ich einen Wald, egal wie das im Land des Holzeinschlags definiert ist. Deswegen glaube ich, geht es einfach nur darum, wenn die Fläche landwirtschaftlich genutzt wird, ist es kein Wald, aber wenn auf dem Papier das eine landwirtschaftliche Fläche ist, aber da Wald draufsteht und es nicht landwirtschaftlich genutzt wird, dann ist es ein Wald. Also ich denke jetzt hier zum Beispiel an, in Russland gibt es so Fälle, wo die ganzen alten Kolchosen jetzt zuwachsen mit Bäumen, auch wenn das offiziell landwirtschaftliche Fläche ist. Von der Fläche dürfte ich kein Holz importieren, weil es meiner Meinung nach Wald ist, auch wenn es vor Ort anders definiert ist. So, Geokoordinaten. Welches Format werden die GPS-Daten haben? Dezimalgrad. Auch dazu haben wir noch keine so genauen Infos. Ich habe jetzt hier mal auch wieder die Begriffsbestimmungen angegeben aus Artikel 2. Und da steht eben drin, die Geolokalisierung ist die geografische Lage eines Grundstücks, angegeben durch Breiten- und Längenkoordinaten in Form von mindestens einem Breitengrad und einem Längengradwert und unter der Verwendung von mindestens 6 Dezimalstellen.
Soweit ich weiß, soll dieses neue Informationssystem der EU in der Lage sein, unterschiedliche Koordinatensysteme ineinander umzurechnen. Man muss aber halt genau wissen, welches Koordinatensystem man hat, was man da genau angibt, damit am Ende das alles auf ein globales System übertragbar ist. Aber ich denke mal, solange man weiß, welches Koordinatensystem die Lieferanten verwenden, kann man die Daten verwenden. Hauptsache, sie sind genau genug. So, wie können bei Span, HDF oder MDF-Platten die Geokoordinaten bestimmt werden? Gibt es diesbezüglich Beispiele? Bestimmt werden im Nachhinein kann man das nicht. Die Lieferanten müssen die Infos einfach mitteilen. Das heißt, die Lieferant oder keine Ahnung, der Spanplattenproduzent, der muss mir mitteilen, von welchen Flächen das Holz kommt, das für mein Produkt verwendet wurde. Es ist klar, dass das nicht genau nachvollziehbar ist, wenn es der bei Kleinprivatwaldbesitzern einkauft und hat 10.000 Lieferanten, dann muss er einfach schauen, in welchem Zeitraum habe ich eingekauft oder von welchen Lieferanten habe ich eingekauft in dem Zeitraum, wo ich dieses Produkt produziert habe, das ich hier jetzt exportiere. Und dann muss ich die Geokoordinaten von den allen weitergeben. Und wenn das 1.000 sind, dann gebe ich 1.000 Koordinaten weiter und der Importeur muss dann theoretisch diese 1.000 Koordinaten prüfen. Ist extrem umfangreich, deswegen habe ich ja vorher mal kurz genannt, sind wir auf der Suche nach irgendeiner automatischen Lösung, um das umzusetzen, weil man das sonst unmöglich prüfen kann, ob es jetzt auf einer von den 1.000 Flächen eine Entwallung gegeben hat. Genau. Wenn der Baum heute gefällt wird, kann ich nicht wissen, ob 8 Wochen später der Wald noch existiert. Wie soll man das handhaben? Ja, die Frage haben wir uns selber auch schon gestellt. Wir gehen aktuell davon aus, dass zum Zeitpunkt des Imports oder zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens keine Entwaldung oder Waldschädigung stattgefunden haben darf. Das heißt, ich muss dokumentieren, dass eben zum Zeitpunkt, wo ich das Produkt in Verkehr bringe, der Wald nicht geschädigt wurde und nicht entwaldet wurde. Und wenn ich das ordnungsgemäß dokumentiert habe, kann ich das später der Behörde beweisen, dass ich alles geprüft habe, auch wenn vielleicht ein halbes Jahr später der Besitzer beschließt, dass er jetzt eine Plantage draus macht oder sowas. Aber auch hier gilt wieder, da müssen wir erst noch abwarten, wie die Behörden das genau umsetzen werden. Das ist jetzt unsere aktuelle Interpretation von dem Ganzen. Wer kann die Richtigkeit der Angabe der Geokoordinaten prüfen? Da kann doch jeder, der illegales Holz importieren möchte, Koordinaten angeben, die ohne Entwallung belastet sind. Es ist korrekt, man kann alles Mögliche angeben. Sie können es nur schwierig nachvollziehen, ob der Lieferant Ihnen hier die richtigen Infos gibt. Aber es ist auch bei der EUTR schon so gewesen. Man kann nur sehr schwierig den Zusammenhang herstellen zwischen dem Produkt und den Dokumenten. Für Sie ist wichtig, alles muss plausibel sein. Die Angaben müssen plausibel sein. Was wollte ich jetzt sagen? Also Sie brauchen plausible Angaben und es ist theoretisch möglich, dass man zumindest bei Vollholzprodukten eine wissenschaftliche Prüfung macht, eine Isotopenanalyse, ob das Produkt wirklich dort herkommt. Das ist auch erwähnt in der Verordnung, dass man das machen kann, dass das Behörden machen können, um diese Angaben zu überprüfen. Aber grundsätzlich muss man den Lieferanten erstmal vertrauen. Man muss halt eben schauen, ist es plausibel? Mehr kann man auch gar nicht machen. Es ist auch nicht so ganz klar, was dann da genau für Nachweise gefordert werden, dass das Produkt wirklich von dort kommt. Aber wenn es eben Zweifel gibt, brauche ich zumindest mal die Dokumentation, die das Ganze beweist. Das heißt, ich brauche Dokumente, die beweisen, dass das Holz wirklich dort eingeschlagen wurde. Ich brauche eine Einschlagsgenehmigung, die brauche ich sowieso, um die Legalität nachzuweisen. Und dann brauche ich entsprechende Lieferkettendokumente, um das Ganze zu verbinden. Dann kann ich zumindest schon mal sagen, das Produkt kann plausibel von dort kommen. Und dann prüfe ich eben noch, kann die Menge von dieser Fläche kommen? Ich schaue mir das Satellitenbild an zum Beispiel. Steht da wirklich Wald drauf oder ist da Wasser oder Wüste oder sonst irgendwas? Aber wenn der Lieferant mich betrügen will und das gut macht, dann habe ich kaum eine Chance, das nachzuweisen, außer ich mache später eine Isotopenanalyse. Und wenn der Lieferant Holz aus dem Nachbarwald nimmt, dann kann ich das nicht mehr mit wissenschaftlichen Methoden nachweisen. Das heißt, hier, es ist eine schwierige Frage und es ist eben davon abhängig, was die Behörden am Ende dann als plausibel und legal akzeptieren und was nicht. So. Betreff Waldschädigung.
In Deutschland ist doch alles gepflanzter Wald und kein natürlicher Wald. Also ist das alles schon geschädigt. Dass bei uns alles gepflanzter Wald ist, das kann ich nicht bestätigen. Wir haben zwar keinen Primärwald mehr, aber wir haben durchaus sich natürlich verjüngenden Wald. Und es ist aber schon so, wenn Sie gepflanzten Wald haben, dann brauchen Sie die Waldschädigung eigentlich gar nicht mehr prüfen. Aus dem dürfen Sie alles machen, außer eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Und generell gilt auch, ich gehe davon aus, dass man in Deutschland sehr wenig prüfen muss, bis gar nichts. Also es wird wahrscheinlich eine Alibi-Prüfung sein, ist ja bei der EUTR jetzt aktuell auch schon so. Da müsste theoretisch auch jeder Waldbesitzer prüfen, ob sein Holz aus legalem Einschlag kommt. Macht aber keiner, weil wir pauschal davon ausgehen, dass alles legal ist. Es gibt bei uns keine mehr bekannten Fälle von illegalem Einschlag. Entwaldung gibt es auch so gut wie gar nicht. Vielleicht in extremen Einzelfällen, wo das dann auch genehmigungspflichtig ist. Ich denke, dass man hier sehr wenig prüfen muss, aber auch das ist noch abhängig davon, was die Behörden sehen wollen. Und hier ist auch relevant, die BLE in Bonn, die wird für den Import und für den Export zuständig sein. Und soweit ich weiß, sind für den deutschen Wald dann die Behörden der Bundesländer zuständig. Und ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man eben den Bürokratieaufwand hat mit der Sorgfaltserklärung, aber dass der Prüfungsaufwand vernachlässigbar sein wird. Müsste nicht jeder nicht im Gebirge stehende Nadelwald ein gepflanzter Wald sein? Nein, es kann auch ein sich natürlich verjüngender Wald sein, sobald der Wald eben sich natürlich verjüngt. Also wenn ich sitze hier in Niederbayern, die Staatsforstbetriebe hier haben durchaus Tanne und Fichte, die auch so bewirtschaftet wird, dass sie sich natürlich verjüngt. Das sind natürlich sich natürlich verjüngende Wälder. Gemäß Definition von der Verordnung, weil mit Naturverjüngung gearbeitet wird. Und da könnte auch eine Douglasie oder eine Roteiche drinstehen. Sobald über 50% vom Endbestand aus Naturverjüngung besteht, ist es an sich natürlich verjüngender Wald. Ein Primärwald wird man bei uns nicht finden. Den findet man auch in ganz Europa fast nicht. Ja, den gibt es, wenn dann, irgendwo in den borealen Regionen oder in den Tropen. Darf man stufenweise von Waldqualität zur Waldqualität nach unten arbeiten? Nein, darf man nicht. Man muss sich meiner Ansicht nach den Waldzustand oder den Waldtyp vom 31.12.2020 anschauen und den vergleichen mit dem jetzigen Waldtyp. Und ob man jetzt innerhalb von Jahrzehnten hier den Wald verschlechtert, ist dann egal, in welchen Abständen das gemacht wird. Wenn es 2020 ein Primärwald war oder ein sich natürlich verjüngender Wald, darf es am Ende eben keine Plantage sein. So. Ist ein Importeur, KMU-Handelsunternehmen, als ersten Verkehrbringer der Marktteilnehmer, soll er die Sorgfaltserklärung abgeben? Ja, beim Import ist es egal, ob man KMU ist oder nicht. Da sind die Anforderungen relativ gleich. Diese Vereinfachungen für die KMUs, die gibt es dann nur innerhalb der Lieferkette. Das heißt, auch als Ein-Mann-Betrieb muss ich beim Import eine Sorgfaltserklärung abgeben und ich muss Entwaldung, Waldschädigung und Legalität prüfen. Zählt man grundsätzlich als Marktteilnehmer und nicht als KMU-Händler, wenn man einen einzigen Kunden hat, der neben Lieferungen nach Deutschland auch Lieferungen in die Schweiz erhält? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Sie sehen, das sind die Fragen, die ich jetzt zum ersten Mal lese. Also grundsätzlich ist es so, auch wenn man nur einen Kunden im Ausland hat und zu einem Kunden in die Schweiz exportiert, ist man Marktteilnehmer und muss eine Sorgfaltserklärung abgeben. Und auch wenn man zum Beispiel nur einen Lieferanten in der Schweiz hat, von dem man einmal im Jahr eine Lieferung bekommt, muss ich für diese eine Lieferung eine Sorgfaltserklärung abgeben, sonst bringe ich die Ware nicht durch den Zoll durch. Da gibt es keine irgendwelchen Bagatellgrenzen oder so. Solange das im Sinne einer geschäftlichen Tätigkeit ist, bin ich für die Umsetzung der EUDR verantwortlich. Kann eine Firma mit Sitz außerhalb des Unionsmarkts Marktteilnehmer sein? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube ja. Ich muss mir nebenbei in der Verordnung ein bisschen spicken. Da gibt es nämlich einen Artikel dazu. Und zwar steht da drin, genau, in Verkehr bringen durch in Drittländern zugelassene Marktteilnehmer. Jetzt bin ich gesprungen hier. Und zwar steht hier geschrieben,
Wenn eine außerhalb der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person relevante Erzeugnisse in Verkehr bringt, gilt die erste in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die diese relevanten Erzeugnisse auf dem Markt bereitstellt, als Marktteilnehmer im Sinne dieser Verordnung. Das heißt, theoretisch ein Marktteilnehmer von außerhalb der EU, der hier Ware in Verkehr bringt, den kann die, können die Behörden ja kaum belangen. Deswegen ist dann dessen Kunde, der ja eigentlich Händler ist, dann wird dann zum ersten Verkehr bringen. Okay. Gibt es unterschiedliche Kategorien der KMUs, welche unterschiedliche Pflichten zur Folge haben? Konkreter, KMU verarbeitet das Holz in der EU, wird dieses KMU wie ein Marktteilnehmer behandelt? Sorgfaltserklärungen haften. Das habe ich kurz vorher erläutert. Also ein KMU muss innerhalb der EU keine Sorgfaltserklärung abgeben, muss keine Prüfungen durchführen, aber so wie wir das verstehen, ist das trotzdem ein Marktteilnehmer. Im Beispiel vorher, das von der EU kam, mit den kleinen Bildern, war es ja bezeichnet als nachgelagerter KMU-Marktteilnehmer. Der ist verantwortlich, theoretisch, dafür, dass die Vorlieferanten das Ganze vernünftig umgesetzt haben, aber er muss keine Prüfungen durchführen. Deswegen ist es für mich noch ein bisschen unverständlich, wie der verantwortlich sein kann für das Ganze, obwohl er keine Prüfpflichten hat. Aber auch dafür werden wir wahrscheinlich in den nächsten 18 Monaten noch Erläuterungen bekommen, hoffe ich zumindest. Gibt es einen Entwurf einer Durchführungsumsetzungsverordnung? Nein, den gibt es leider noch nicht. Also bei der IUTR war es zum Beispiel so, da gibt es eben diese Durchführungsverordnung, die kam 2012 raus, das heißt ein Jahr vor Inkrafttreten. Es wird bestimmt irgendeine Durchführungsverordnung geben. Es wird auch wieder in Deutschland ein Gesetz geben, analog zum Holzhandelssicherungsgesetz, wo dann die Aufgaben der Behörden und die Strafen etc. festgelegt sind. Und wir hoffen auch, dass es einen Leitfaden geben wird, wo dann genauer drinsteht, wie diese einzelnen Definitionen zu verstehen sind. Aber zum aktuellen Zeitpunkt haben wir leider außer der Verordnung und den Infos aus diesen entsprechenden Gremien noch nichts. Wer ist denn für die Durchsetzung der Regularien verantwortlich? Welcher Behörde obliegt hier die Überwachung? In Deutschland wird das aller Wahrscheinlichkeit nach die BLE, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn sein. Die setzen jetzt aktuell schon die IUTR um und führen da Prüfungen durch. Die werden das höchstwahrscheinlich auch weiterhin machen, müssen sich dafür wahrscheinlich personell massiv verstärken und werden dann hier weiterhin die zuständige Behörde bleiben. Und wie schon vorher kurz erwähnt, für das Inverkehrbringen in Deutschland, das heißt deutsche Waldbesitzer, werden es dann voraussichtlich die Landesbehörden sein. Aber dazu haben wir noch keine Infos, wer das sein wird und was dann vor allem diese Behörden überhaupt prüfen werden. Okay. Hat eine Schweizer Firma Zugang zum Informationssystem? Oder habe ich jetzt eine übersehen? Nee, habe ich nicht. Hat eine Schweizer Firma Zugang zum Informationssystem? Grundsätzlich haben wir nur Marktteilnehmer Zugang zu diesem System. Das heißt, wenn Sie als Schweizer Firma Marktteilnehmer wären, mit einer Tochter in der EU zum Beispiel, dann haben Sie dazu auch Zugang, weil Sie ja dann Ihre Sorgfaltserklärung abgeben müssen. Aber ansonsten haben Externe hier keinen Zugang. Es werden, glaube ich, anonymisierte Daten veröffentlicht, die dann die Zivilgesellschaft verwenden kann. Aber ansonsten hat da keiner Zugang. Aber eben jeder, der Ware in Verkehr bringt, der muss dann da Zugang bekommen und kann dann dort seine Sorgfaltserklärungen abgeben. Gibt es einen Vordruck für die Sorgfaltserklärung? Es gibt aktuell eben den Anhang der IUDR, den kann ich auch kurz mal zeigen. Schaut so aus. Jetzt ist er wieder gesprungen. Schaut so aus. Das sind eben die Infos, die ich vorher schon in der Präsentation genannt habe, was da drin stehen muss. Aber einen Vordruck oder so gibt es nicht, braucht man auch nicht, weil das Ganze nämlich nur über dieses Online-Portal der Behörde laufen wird oder der EU laufen wird, wo man dann eben diese Infos eingibt. Die haben das jetzt schon mal vorgestellt. Ich war bei dieser Vorstellung leider nicht dabei. Aber es wird dann eine Beta-Phase geben zu diesem System und dann, glaube ich, sogar Ende nächsten Jahres wird das eine öffentliche Beta geben. Aber
Da werden wir ja noch Infos sammeln müssen dazu, wie das dann in der Praxis verwendet werden muss. Kann der GD Holz eine Empfehlung zur Erstellung einer Serverserklärung geben? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also was mit der Frage gemeint ist, man muss halt die geforderten Daten eingeben. Und wenn man es zum Beispiel als Kleinprivatwaldbesitzer nicht selber machen will oder kann, kann das ein Bevollmächtiger machen. Wir werden aber als GD Holz nicht als Bevollmächtigte auftreten. Das heißt, wir können das mit unseren drei Leuten hier nicht übernehmen, dass wir alle ihre Lieferungen hier in das System eingeben. Wie oft muss man eine Sorgfaltserklärung abgeben? Einmal im Jahr? Fragezeichen. Woher weiß ich, wie viel Ware ich im nächsten Jahr verkaufen werde? Muss ich den Zeitpunkt der Produktion des Produkts angeben? Die Sorgfaltserklärung beim Import oder Export ist einfach. Die gebe ich immer vor der Verzollung ab oder vor dem Verkehr bringen eben. Und dann weiß ich eben für jede Lieferung, für jede Lieferung muss ich dann diese Sorgfaltserklärung abgeben. Wenn es jetzt ums Inland geht, ist meine aktuelle Interpretation so, dass ich bei jedem Mal, wenn ich Ware verkaufe, das heißt, ich habe jetzt als Sägewerk mir Rundholz gekauft und verkaufe dann später Schnittholz, dann muss ich, wenn ich dieses Schnittholz verkaufe, eine Sorgfaltserklärung abgeben. Aber auch hier gilt wieder, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, wie im Inland jetzt diese genauen Definitionen sind, das wissen wir noch nicht. Ich hoffe, dass es dazu dann bald einen Leitfaden gibt, wo das dann genauer erklärt wird, zu welchem Zeitpunkt man diese Infos braucht und zu welchem Zeitpunkt man diese Sorgfaltserklärung abgeben muss. Welches Format wird die Referenznummer haben? Die müsste ja in die lokale Warenwirtschaftssysteme eingepflegt werden. Das ist also gegebenenfalls mit zeitaufwendiger Programmierarbeit verbunden. Keine Ahnung, wie die ausschauen wird, diese Referenznummer. Dazu haben wir noch keine Infos. Es wird wahrscheinlich irgendein langer Buchstaben- und Zahlencode sein, aber das ist jetzt nur Spekulation. Die Angaben der Holzarten bei Spanplatten werden im Ausmaß von über 30 Holzarten beinhalten. Ist das umsetzbar? Ja, weil es auch jetzt schon so ist, wenn Sie eine Spanplatte importieren, müssen Sie alle Baumarten angeben, die drin sein können oder auch bei Papierprodukten. Und was wir dann da sehen zum Beispiel ist, dass die Hersteller, es gibt das zum Beispiel einen bekannten Spanplattenhersteller in der Schweiz, der hat dann ein Dokument, wo dann drin steht, wo er seine Ware einkauft, welche Holzarten enthalten sind. Und dass das eben alles legal ist. Und anhand von dieser Info können Sie dann eben die benötigten Infos eingeben in das System und auch diese Infos für Ihr eigenes Sorgfaltspflichtsystem verwenden. Genau. Ist das umsetzbar? Es ist wahrscheinlich ein hoher Aufwand. Ich hoffe mal, dass dieses Informationssystem der EU dann noch entsprechend abgeändert wird. Weil aktuell muss man meines Wissens nach die Baumarten einzeln aus dem Dropdown-Menü aussuchen. Wenn ich jetzt 30 oder 100 Baumarten habe, ist das schwierig. Und ich hoffe, es wird ermöglicht, dass man auch eine Liste hochladen kann. Aber das müssen wir noch abwarten. Kann ich eine Referenznummer meines Lieferanten mehrmals angeben? Beziehungsweise kann ich für ein Produkt über 10.000 Referenznummern angeben, wenn ich ein Produkt aus mehreren Lieferungen herstelle, beziehungsweise diese Anlieferungen auf dem Holzplatz zwischenlagere und diese dort vermischt werden. Ich würde sagen, ja. Wenn ich jetzt einen Holzplatz habe und ich kriege von meinen 1.000 Kleinprivatwaldbesitzern Ware und landet alles eben auf demselben Holzplatz, kann ich es ja unmöglich trennen nach Waldbesitzer. Das ist nicht machbar. Und genauso kriege ich vielleicht als Holzwerkstoffproduzent irgendwie Späne vom Sägewerk. Auch da ist es unmöglich, die Späne einzeln zu sortieren oder so. Das ist ja Käse. Da muss ich einfach dann alle Referenznummern angeben, die drin sein könnten. Und dann können das auch mal 1.000 oder 10.000 sein. Das Problem, das ich dann eben habe, ist, ich muss dann auch für jede Referenznummer prüfen, ob der Lieferant seine Sauerheitspflicht vernünftig gemacht hat. Genauso wie ich, wenn ich importiere, für jede von meinen Geokoordinaten prüfen muss, ob hier entwaldet oder geschädigt wurde. Und da muss man eben dann schauen, wie man es in der Praxis umsetzt. Aber es wird wahrscheinlich gerade jetzt in der europäischen Holzindustrie gar nicht anders geben, als hier alles anzugeben, was drin sein könnte. Alles andere ist utopisch. Was genau sind die Anforderungen an das Sorgfaltspflichtsystem im Falle, dass ein Holzhändler Rundholz aus deutschem Wald, zum Beispiel 50 Kilometer Entfernung, einkauft und weiterhandelt? Wie genau wäre hier der Ablauf?
Ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ich gehe mal davon aus, dass man für deutsches Holz überhaupt kein wirkliches Sorgfaltspflichtsystem braucht. Man muss halt grundlegende Infos sammeln. Wir werden als Deutschland bestimmt Low-Risk-Land sein. Das heißt, ich brauche die grundlegenden Infos zu Baumarten, zur Menge etc. Und die Bestätigung des legalen Einschlags werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil es bei uns keinen illegalen Einschlag gibt und keine Entwaldung. Das heißt, im Grunde genommen muss ich wahrscheinlich meine Sorgfaltserklärung abgeben und dann war es das. Aber auch dazu steht eben, dass man das nicht so genau jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann. Wenn es so ist wie bei der EUTR, dann muss man so gut wie nichts machen. Aber eben, man braucht diese Sorgfaltserklärung und man braucht diese Referenznummer, um das dann später den Kunden weiterzugeben. Sonst kann zum Beispiel das Sägewerk später die Ware nicht exportieren ohne Referenznummer. Time of Harvest könnte ja auch ein Zeitraum sein, zum Beispiel Winter 2024, also mehrere Monate. Genau, es kann ein Tag sein oder es kann ein Monat sein oder ein Jahr. Kommt immer auf die lokalen Gegebenheiten an. Gibt es eine maximale Fläche, die angegeben werden darf? Es kommt immer auf das Flurstück an. Also ich kann eine Fläche haben mit 1 Hektar, wie mein Beispiel von vorher. Ich kann aber auch eine Konzession haben in den Tropen mit 100.000 Hektar. Es muss eben sich auf das Flurstück beziehen, wo die Ware herkommt. Und wenn das Flurstück 10.000 Hektar oder 100.000 Hektar hat, dann ist es eben so. Ich brauche halt dann das Polygon, die ungefähren Umrisse. Bei so großen Betrieben liegen diese Daten aber normal immer vor. So, hier ist eine längere Frage. Geolocation of all plots of land where the relevant commodities were produced as well as date or time range of production. Muss man bei der Sorgfaltserklärung auch das Datum der Fällung des Holzes angeben oder muss man sich parallel noch ein eigenes IT-System aufbauen, um GPS-Daten mit dem Datum der Fällung des Holzes sozusagen online von den Lieferanten zu bekommen, die man dann eventuell bei einem EUDR-Audit als Teil des eigenen TDS vorzeigen muss? Ehrlich gesagt habe ich mir das Thema noch nie so genau überlegt, wie das sein wird mit Date or Time Range of Production. Ich denke mal, wenn man jetzt hier von Mitteleuropa ausgeht, reicht es aus, wenn der Lieferant mir sagt, okay, Holz eingeschlagen von bis und dann speichere ich mir das irgendwo ab. Ich muss es ja nicht angeben bei der Sorgfaltserklärung, sondern es reicht aus, wenn ich das irgendwo dokumentiere. Ich denke nicht, dass ich dafür ein besonderes IT-System brauche, aber ehrlich gesagt habe ich mir dazu noch keine Gedanken gemacht, wie man das umsetzen kann. Ich glaube aber auch, wie schon vorher ein paar Mal erwähnt, wenn es jetzt hier um mitteleuropäische Ware geht, wird man hier nicht besonders viel prüfen müssen und ich glaube auch nicht, dass die Behörden hier besonders genau schauen werden. Aber natürlich ist es nur meine eigene Interpretation aktuell. Also tut mir leid, dass ich zu der Frage jetzt nicht so viel sagen kann, aber das ist aktuell noch ein bisschen speziell. Für jeden Importvorgang muss eine Sorgfaltserklärung abgegeben werden. Wird es Stabilität in der Lieferkette und eine entsprechende Listung relevanter Geokandidaten vorausgesetzt, möglich sein, sich in mehreren Sorgfaltserklärungen auf das gleiche Risk Assessment zu beziehen oder muss man für jedes Statement auch ein volles Risk Assessment machen? Zumindest Time of Harvest wird sich ja für fast jede Lieferung ändern. Dazu haben wir noch keine so genauen Infos, aber wenn ich jetzt mal ausgehe von der Definition in der EU-Holzhandelsverordnung, EUTR, da ist es so, dass das Sorgfaltspflichtsystem einmal im Jahr ausreicht, solange sich an der Lieferkette nichts ändert. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass man sich dann auch in mehreren Sorgfaltserklärungen auf eine Prüfung beziehen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Menge geprüft hat von 10.000 Kubikmetern, die eingeschlagen werden durften in dem Jahr und das schaut alles legal aus und der Lieferant mir nach und nach immer wieder Lieferungen aus diesem Kontingent schickt, dann ist es völlig in Ordnung, meiner Meinung nach, wenn man sich mehrfach auf dieselbe Prüfung bezieht. Aber klar, man braucht diese Infos zum Holzeinschlag, wann es eingeschlagen wurde. Und ich gehe mal davon aus, dass man auch jeweils immer Infos brauchen wird, die bestätigen, dass der Holzeinschlag legal war. Zumindest ist es bei der EUTR aktuell so, dass man die Informationssammlung inklusive der Legalitätsnachweise für jeden Import braucht. Aber auch hier kann es wieder sein, wenn ich jetzt hier eine Genehmigung habe für 10.000 Kubikmeter und ich mit jedem Container nur 30 Kubikmeter importiere, dann kann ich da lang importieren, bis ich wieder neu prüfen muss.
Ist schon bekannt, was die kleinste Einheit der Nachweispflicht ist? Nein, aber soweit ich weiß, gibt es keine Bagatellgrenze. Also sobald eine Holzfaser enthalten ist im Produkt, muss ich das prüfen. Ist auch jetzt schon so bei der IOTR. Müssen wir theoretisch auch irgendwelche Spuren nur prüfen. Es ist auch so, dass Lieferanten haben unseren Kunden mitgeteilt, okay, es könnte auch sein, dass 1% andere Baumarten damit drin sind in dem Produkt. Bei Sperrholz aus China zum Beispiel, wo dann neben den Plantagenarten Pappel und Eukalyptus vielleicht noch irgendwelche Bäume von der Straße mit reingemischt wurden, kann da vorkommen. Aber wenn dann bei der Prüfung durch die Behörde eine Lage von einer anderen Baumart im Sperrholz gefunden wird, dann hat man schon ein Problem. Also da gibt es keine Bagatellgrenzen. Wird es auch wahrscheinlich weiterhin nicht geben. Muss der deutsche Waldbesitzer die GPS-Daten des geänderten Holzes liefern? Ja, muss er. Zumindest, also ich stelle es mir so vor, ich habe hier einen kleinen Privatwaldbesitzer, der ist in der Waldbauernvereinigung, der muss dann seiner BBV zumindest einmal die Koordinaten von seinen Flächen mitteilen, damit die BBV dann für den in Zukunft diese Sorgfaltserklärungen abgeben kann. Und wenn er die Sorgfaltserklärung selber abgeben will, dann muss der deutsche Waldbesitzer eben selber die Geokoordinaten von seinem Wald, wo das Holz herkommt, online angeben in diesem Informationssystem. Also es kann am Anfang ein bisschen Aufwand bedeuten, gerade wenn die Waldbahnvereinigungen oder die FBGs oder was weiß ich diese Dienstleistung übernehmen wollen, dann müssen die eben jetzt in den nächsten 18 Monaten die Geokoordinaten anfordern von ihren Leuten. Aber dann, wenn die Infos vorliegen, dann glaube ich, ja, kann man das relativ einfach machen. Und auch wenn jetzt der Lieferant oder der Waldbesitzer 3 Waldflächen hat, dann gibt man eben einfach diese 3 Flächen an. Egal, ob man jetzt weiß, ob es aus Fläche 1, 2 oder 3 kommt oder nicht. Hauptsache, man hat eben die Infos angegeben. So, jetzt muss ich kurz was dringen. Welche technischen Möglichkeiten wird es geben, GPS-Daten als Teil der Sorgfaltserklärung auf das EU-Informationssystem hochzuladen? Es wurde in diesem letzten Stakeholder-Meeting ein Format genannt für Geokoordinaten, das man hier nutzen kann. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber es war irgend so ein obskures Format, das ich noch nie gehört habe. Es soll aber angeblich auch möglich sein, dass man dann zum Beispiel Excel-Listen hochlädt, also dass man es über eine Liste macht. Wenn ich jetzt diese 1000 Geokoordinaten habe, von denen ich vorher gesprochen habe, für einen Holzwerkstoff oder für ein Papier, dann kann ich eben diese gesammelt hochladen und muss sie nicht einzeln eintippen. Das wäre ja auch ein Wahnsinn. Bei einem Spanplattenwerk sind Tausende von Baumstämmen auf dem Lagerplatz gelagert. Zusätzlich sind Tausende von Kubikmeter Späne eingelagert. Bei der Produktion findet eine Durchmischung der Rohmaterialien statt. Wie kann man da die Geokoordinaten definieren? Ich glaube, ich habe es vorher schon mal erwähnt. Ich schaue mir an, oder ich sammle alle Koordinaten, die ich bekommen habe. Ich schaue mir an, welches Holz wird jetzt in dem Produkt verwendet, das ich verarbeitet habe. Und dann gebe ich eben 10 Koordinaten an oder ich gebe 1000 an oder 10.000. Ja, wir müssen uns hier überlegen, wir setzen jetzt hier in Deutschland oder wir werden in Deutschland mit dieser Verordnung keine Entwaldung verhindern, weil es die sowieso nicht gibt bei uns. Wir müssen das Ganze deswegen machen, wenn man beim Import was fordert, dann fordert eben die Welthandelsorganisation, dass man es auch intern umsetzt, sonst wird man sofort verklagt und deswegen müssen wir das einfach so machen. Es ist eine reine Verwaltungsaufgabe. Sie müssen einfach alles angeben, was drin sein könnte. Völlig egal, ob es am Ende auch drin ist oder nicht. Hauptsache, Sie haben jeden Bestandteil angegeben, der drin sein könnte. Das ist unsere aktuelle Interpretation. Das heißt, es wird ja, Bürokratieaufwand. Sie müssen hier dokumentieren und müssen dann Zahlen eingeben. Aber ich denke mal, dass man das relativ einfach automatisieren kann und dass es, wenn man die Information vom Lieferanten bekommt, auch durchaus umsetzbar ist. Und am Ende ist es wieder die Frage, inwiefern das überhaupt dann kontrolliert wird, ob man alles richtig gemacht hat. Ich denke mal, die Kontrollen werden hier relativ gering sein in Zukunft. Müssen wir auch die Länder der EU prüfen und bewerten? Wenn Sie in der EU kaufen, dann haben Sie ja keinen Import mehr und Sie haben auch keinen Export, wenn Sie ihn innerhalb der EU verkaufen. Das heißt, Sie müssen auf jeden Fall schon mal kein Sorgfaltspflichtsystem anwenden. Aber Sie müssen, wie jetzt vorher schon erwähnt, gegebenenfalls prüfen, ob der Vorlieferant sein DDS vernünftig angewendet hat. Das heißt,
Es gibt immer wieder Berichte über Süd- und Osteuropa, wo die IoTR nicht vernünftig umgesetzt wird. Wenn Sie in Zukunft von dort einkaufen und selber ein großes Unternehmen sind, müssen Sie prüfen, ob der die IoTR vernünftig umgesetzt hat. Wenn man sich jetzt anschaut, in Rumänien gibt es immer wieder Berichte über illegalen Holzeinschlag, gibt es Berichte darüber, dass irgendwelche Förster erschossen werden und sonst irgendwas. Das heißt, es könnte sogar sein, dass Sie Holz aus Rumänien zukünftig prüfen müssen, wenn Sie von dort direkt kaufen. Beziehungsweise, wenn Sie eine große Firma sind, müssen Sie prüfen, ob der Forstbetrieb oder das Einschlagsunternehmen in Rumänien die IoTR vernünftig umgesetzt hat. Weil Sie sonst nämlich dafür haftbar sind, wenn dann aufkommt, dass dort vor Ort illegal eingeschlagen wurde oder entwaldet wurde. Okay. Und es ist auch wieder abhängig davon, wie die Ländereinteilung ist. Also auch innerhalb der EU werden die Länder in geringes, normales und hohes Risiko eingeteilt. Aber da ist dann die Frage, ob die EU generell geringes Risiko haben wird, ist durchaus vorstellbar, weil bei dieser Einteilung nur die Entwaldung und die Waldschädigung beachtet wird und nicht die Illegalität. Also illegalen Holzeinschlag, denke ich, haben wir in der EU durchaus, teilweise in gravierendem Ausmaß. Entwaldung und Waldschädigung, ja, eher weniger, würde ich jetzt behaupten, ohne mich jetzt mit dem Thema genau beschäftigt zu haben. Wie wird die Schweiz in Zukunft betreffend Risikoländer eingestuft werden? Wir haben noch keine Infos dazu, aber ich gehe fest davon aus, dass die Schweiz ein geringes Risiko haben wird. Das heißt, jemand, der aus der Schweiz importiert, muss nur Informationen sammeln. Genau. Wobei wichtig ist, wenn jetzt jemand in der Schweiz aus einem Drittland importiert, dann muss man natürlich dieses Drittland prüfen und nicht die Schweiz. Es ist immer das Land des Holzeinschlags relevant. Muss eine Risikobewertung auch für FSC-zertifizierte Produkte erstellt werden? Ja, ist auch jetzt schon so. Es gibt keine Green Lane, man muss es trotzdem prüfen. Die Zertifizierung kann aber dabei helfen, dass man die Verordnung umsetzt. Die nächste ist eine ähnliche Frage. Erfüllt FSC oder PEFC die Anforderungen der IoTR, Definition von Entwaldungsfrei und Rechtsvorschriften des Herkunftslandes? Ich kenne jetzt die Standards nicht so genau. Was ich weiß, ist, dass die BLE aktuell die zertifizierte Importe als legal einschätzt. Und ich denke mal auch, dass die Entwaldungsfreiheit auch definiert ist in den Standards von den Zertifizierungssystemen. Aber es ist am Ende abhängig davon, wie die Behörden das einschätzen. Da gibt es in der EU aktuell keine einheitliche Umsetzung. Die Deutschen sehen FSC und PEFC als gut an, um die Legalität zu bestätigen. Die österreichische Behörde zum Beispiel interessiert sich dafür überhaupt nicht. Gleiche Frage nochmal. Können Zertifizierungen wie FSC ausreichen, um Waldschädigung etc. auszuschließen? Ich denke mal, es ist durchaus ein hilfreiches Tool, aber wie gesagt, abhängig davon, was die Behörden sehen wollen. Und man muss trotzdem selber prüfen, eine Green Lane gibt es nicht. Nochmal die gleiche Frage, werden Unternehmen, die über eine FSC-Zertifizierung verfügen, einen erleichterten Zugang erhalten, beziehungsweise stellt eine FSC-Zertifizierung eine sogenannte Green Lane dar? Ja, wie gesagt, nein, keine Green Lane, aber es wird wahrscheinlich durchaus hilfreich sein, wenn man zertifiziert einkauft. Und wichtig ist dabei, das glaube ich, hat die Kollegin auch vorher genannt, es reicht nicht aus, wenn man selber zertifiziert ist oder wenn der Lieferant zertifiziert ist. Man muss auch wirklich COC-zertifiziert einkaufen mit dem richtigen Claim auf der Rechnung und der Zertifikatsnummer auf der Rechnung. Und das Zertifikat muss natürlich gültig sein. Das ist der aktuelle Stand. Bei der EUDR wird es sicher, wie gesagt, hilfreich sein, aber da warten wir dann noch auf die Praxis in 18 Monaten. Wie ist mit folgenden Situationen umzugehen? Produktionsland wird laut EUDR als gering riskant eingestuft. Es gibt Meldungen, dass das Produktionsland Holz aus Russland importiert. Generell, sobald klar ist, dass russisches Holz drin ist oder drin sein könnte, muss man aus Sanktionssicht aktuell aufpassen. Das heißt, da würde ich stark davon abraten, das zu importieren. Wenn man jetzt mal nur die EUDR anschaut, wir beziehen uns nicht auf das Produktionsland, auch nicht bei der Risikoeinschätzung, bei dieser Risikoliste der EU, sondern es geht immer um das Land des Holzeinschlags. Das muss ich prüfen. Das heißt, sobald mir das Land des Holzeinschlags bekannt ist, weiß ich auch, wie das Risiko ist. Es gibt jetzt in der EUDR auch noch einen Punkt,
dass man auch überprüfen muss, ob die Lieferkette irgendwie komplex ist, ob es Risiken gibt, dass hier über solche Geringrisikoländer versucht wird, die Verordnung zu umgehen. Der Wortlaut, den habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber wenn es hier Feststellungen gibt, eben, dass hier Ware gewaschen wird, in Anführungszeichen, dann dürfen die Importeure das nicht mehr anwenden. Das heißt, das Recht, dass man vereinfachte Sorgfalt macht, entfällt dann. Und soweit ich weiß, fließt das auch ein in die Bewertung von den Ländern, ob die jetzt als geringes oder mittleres oder hohes Risiko eingeschätzt werden. So, ich sehe jetzt, es ist 13 Uhr, aber ich schaue jetzt mal nebenbei, wie viele Leute wir noch drin haben. 160. Also ich mache jetzt einfach weiter, solange bis sie keine Lust mehr haben, weil alles, was ich hier beantworte, muss ich später nicht mehr schriftlich machen. Genau. Wie kann das System EUDR bei Dekorpapieren konkret angewendet werden? Unter Berücksichtigung der Papierherstellung, Zellstoffherstellung in Anlehnung der Fertigungsprozesse in der Großindustrie, Geokandidaten etc. Ja, wie vorher schon erwähnt, auch beim Papierprodukt ist es genauso wie bei einer Spanplatte etc. Da können Unmengen an verschiedenen Lieferanten drin sein in dem Produkt. Ich muss einfach alle angeben und ich muss alle prüfen. Und wie gesagt, es wird nur funktionieren wahrscheinlich über automatische Auswertungen, beziehungsweise wenn die Zertifizierung hier anerkannt wird, wird das durchaus wahrscheinlich auch sehr hilfreich sein, gerade bei Papierprodukten. Also was wir aktuell sehen ist, dass gerade für Papier es ohne Zertifizierung oft gar nicht funktioniert, die EUTR umzusetzen. So. Wir produzieren Verpackungen aus Voll- und Wellpappe. Wir verarbeiten Papiere aus Frisch- und Recyclingfaser. Müssen wir auch eine Sorgfaltserklärung abgeben? Was müssen wir tun? Bis wann muss was umgesetzt werden? Betriebsgröße Werk 1 Frischfaser KMU, Werk 2 Frischfaser kein KMU, Werk 3 Recyclingfaser kein KMU. Ja, das heißt, für Werk 2, das kein KMU ist, müssen auf jeden Fall dann beim im Verkehr bringen ab dem 30.12. Muss eine Sorgfaltserklärung abgegeben werden. Wenn hier komplett Recyclingfaser in Werk 3 verwendet wird, dann meiner Meinung nach nicht, weil die eben nicht unter die Verordnung fällt. Genau. Und für das KMU-Werk, das Frischwasser verarbeitet, das muss keine Sorgfaltserklärungen abgeben, wobei man hier aufpassen muss, wenn das jetzt alles ein Betrieb ist, dann weiß ich nicht, wie das läuft mit der KMU-Regelung, aber wenn das jetzt alles eigene Firmen sind, dann ist es in Ordnung, wenn das ein KMU ist, dann muss es eben nur Informationen sammeln und weitergeben in der Lieferkette. So. Muss ich als Marktteilnehmer alle Vorlieferanten der Lieferkette nochmal prüfen oder reicht die Prüfung meines direkten Lieferanten sowie seine Dokumente auf Glaubwürdigkeit und Risiko? Wenn ich Marktteilnehmer bin, das heißt erst im Verkehr bringe, Importeur zum Beispiel, dann muss ich mir vor allem die Produktion anschauen, den Holzeinschlag. Das muss ich prüfen. Ich brauche einen Nachweis, dass der legal war und dass er entwallungsfrei war und ich muss in der Lage sein, diese Nachweise mit meinem Produkt zu verbinden. Ich muss jetzt nicht prüfen, ob der Verarbeiter legal arbeitet und ob da das Arbeitsrecht und Menschenrecht eingehalten wurden. Aber ich muss eben sicherstellen, dass das Produkt, das ich mir am Anfang angeschaut habe, auch durch die Lieferkette durch bis zu mir gekommen ist und dass es nicht von woanders herkommt. Genau, aber generell, wir prüfen immer den Holzeinschlag. Ist auch bei der EUTR schon so. Welche Pflichten habe ich als Marktteilnehmer, großes Unternehmen, das Holz, Hackschnitzel und Biomasse bei anderen Marktteilnehmern und KMUs einkauft und daraus Holzprodukte für den EU-Markt produzieren? Ich muss als großer Marktteilnehmer in der EU prüfen, ob die Vorlieferanten ihre Sorgfaltspflicht umgesetzt haben und muss dann eine Sorgfaltserklärung abgeben für die Ware, die ich im Verkehr bringe. Wie genau ich da prüfen muss, was meine Vorlieferanten gemacht haben, das wissen wir noch nicht. Aber sie müssen auf jeden Fall eben dokumentieren, die Referenznummern und müssen diese Referenznummern dann auch in ihre eigenen Sorgfaltserklärung angeben.
Genau. Muss ich als Marktteilnehmer bei jeder Lieferung an einen meiner Kunden eine neue Erklärung abgeben? Wir beliefern jeden Tag 300 Kunden. Ich würde sagen, ja, das gilt für jede einzelne Lieferung. Da müssen Sie jedes Mal eine eigene Erklärung abgeben. Das ist zumindest unsere aktuelle Einschätzung. Vielleicht kann man es irgendwie automatisieren, aber dazu habe ich aktuell noch keine Infos. Also es reicht, man kann es nicht pauschal machen. Vielleicht findet man dafür irgendwie eine Vereinfachung, aber aktueller Stand ist für jede Lieferung. Wie muss der jährliche Bericht veröffentlicht werden? Unternehmenshomepage oder zentrale Stelle? Die Unternehmenshomepage ist ausreichend. Es steht auch drin in der Verordnung, dass es im Internet veröffentlicht werden soll. Sie müssen es nicht irgendwo hinschicken, sondern einfach nur öffentlich. Wie sieht es mit Altbestand aus? Muss man künftig auf allen Verkäufen nachgewiesen werden, welche Ware das neue Recht betrifft und welche Ware noch nach altem Recht eingeführt wurde? Das ist eine gute Frage. Sie müssen ja Referenznummern weitergeben für die Ware, die Sie gemäß EUDR zum Beispiel importieren oder verkaufen. Das heißt, ja, wahrscheinlich, wenn Sie noch Ware haben, die dann nach Inkraft oder nach der Umsetzbarkeit der EUDR unter die EUTR fallen, dann würde ich sagen, müssen Sie das gesondert angeben, damit der Lieferant dann damit arbeiten kann. Und möglicherweise müssen Sie dem nicht Lieferant, der Kunde. Und dann müssen Sie dem Kunden vielleicht auch noch Nachweise geben, dass eben die Ware vor Inkrafttreten der Verordnung produziert wurde, damit der weiß, okay, er muss jetzt hier keine Sorgfaltserklärung abgeben und er muss sie nicht prüfen, ob Sie die EUDR angewandt haben. Wie verhält es sich beim Kauf von Hackschnitzeln bei einem Sägewerk KMU? Muss uns das Sägewerk alle Referenznummern mitteilen, die die HKS betreffen könnten, und die Referenznummern zu prüfen, wäre dann wiederum unsere Aufgabe. Genau, das Sägewerk muss Ihnen die Referenznummern weitergeben von allen Waldbesitzern, von denen es das Holz gekauft hat. Und wo die dann entsprechend in den Hackschnitzeln drin sein könnten. Und Sie müssen dann theoretisch prüfen, ob diese Waldbesitzer die Sorgfaltspflicht vernünftig umgesetzt haben. Aber wie gesagt, wie die Prüfung hier aussehen muss, wissen wir noch nicht. Und in der Praxis, ob überhaupt geprüft werden muss, ja, ist dann abzuwarten. Kann man gleichzeitig Marktteilnehmer und Händler sein? Natürlich. Ich kann gleichzeitig importieren und kann auch im Binnenmarkt Ware handeln. Das ist gar kein Problem. Wobei ich, wenn ich eine große Firma bin, dann kann ich nur Marktteilnehmer sein. Dann bin ich immer Marktteilnehmer. Aber ansonsten, je nachdem, woher die Ware kommt, wo ich die kaufe, entscheidet sich dann, ob ich Marktteilnehmer bin oder Händler. So, jetzt sind wir fast fertig. Noch eine Frage zu den Verpackungen. Was ist mit Händlern? Also muss ein Händler, zum Beispiel auch Lebensmitteleinzelhandel, eine Sorgfaltserklärung für alle Produkte, die in Papierverpackungen verpackt sind, abgeben? Nein, muss er nicht. Ich habe vorher mal kurz das Beispiel gebracht mit den Computermäusen. Wenn Sie eine Schachtel verkaufen, die unter die Verordnung fällt, also eine leere Schachtel, Umzugskarton, keine Ahnung, dann müssen Sie eine Sorgfaltserklärung abgeben. Wenn Sie ein Produkt abgeben, das in der Schachtel steckt, dann fällt das nicht unter die Verordnung, weil es dann eben um das Produkt geht und das Papier ist nur eben zum Schutz des Produkts da. Und wenn Sie das Ganze importieren würden, würde die Schachtel nicht extra bei der Verzollung draufstehen. Wenn Sie die Schachtel alleine importieren, müssten Sie eben gemäß Warentariefnummer der Schachtel verzollen. Wird die Lieferinformationssammlung bzw. die Sorgfaltserklärung auch für das Lieferkettengesetz gelten? Ich kenne das Lieferkettengesetz jetzt nicht im Detail, aber zumindest können Sie einen Teil des Lieferkettengesetzes davon abdecken. Sie schauen sich ja die Produktion an, also den Holzeinschlag. Das heißt, der Teil, den können Sie für das Lieferkettengesetz schon mal erledigen. Aber für das Lieferkettengesetz brauchen Sie natürlich auch die Lieferkette, die Sie prüfen müssen. Das heißt, wie die Firmen in der Lieferkette arbeiten, das ist von der EUDR nicht abgedeckt. Welche Auswirkungen hat die EUDR für Architekten hinsichtlich Holzbau? Meiner Meinung nach so gut wie keine. Also als Architekt kaufen Sie die Ware ja nicht und Sie verkaufen nichts. Was es als Auswirkungen haben könnte, ist, Sie haben jetzt als Architekt noch ein Argument mehr pro Holzbau, weil Sie dann auch sagen können, dass das Holzprodukt nicht zu Entwaldung beigetragen hat.
auch wenn es nicht zertifiziert ist zum Beispiel, weil das jetzt eben per Gesetz verpflichtend ist, dass man das prüfen muss. Dementsprechend könnte das fürs Image von Holz noch hilfreich sein. Okay. Letzte Seite. Wie sieht es mit UK aus? Weiß man schon, ob die UKTR sich auch an die EUTR angleichen wird oder wird es eher wie die EUTR bleiben? Ist wahrscheinlich der Blick in die Glaskugel, aber fragen kann man ja vielleicht mal. Aus UK haben wir, soweit ich weiß, noch keine Infos. Aber was ich schon gehört habe, ist, dass die Amerikaner diese Entwicklung jetzt mit Interesse verfolgen und vielleicht so etwas Ähnliches einführen werden. Bei UK bin ich mir jetzt aktuell nicht sicher, aber ich kenne aktuell keine Bestrebungen dazu. Gibt es Infomaterial, was ich meinen Lieferanten außerhalb der EU heute schon zukommen lassen kann, damit diese sich entsprechend vorbereiten können hinsichtlich der Informationsbereitstellung? Noch gibt es das nicht, noch ist es meiner Meinung nach auch ein bisschen zu früh, weil wir ja die genaue Umsetzung noch nicht kennen. Wir werden jetzt für unsere Leute entsprechende Informationen vorbereiten. Ich weiß jetzt nicht, wohin die Frage kommt. Sie sollten sich mal an Ihren Verband oder an das Gremium, das bei Ihnen zuständig ist, wenden. Vielleicht plant man dann da schon sowas. Wenn Sie beim GD Holz sind, werden Sie auf jeden Fall von uns eine Info bekommen, wenn eben die Infos dann vorliegt. Wie ist das Wissen außerhalb der EU von der neuen EUTR? Da steckt ja doch einiges mehr dahinter als für die EUTR. Weiß zum Beispiel Asien, dass wir Europäer demnächst doch mehr wissen müssen? Und liegt es an uns, der EU, das Wissen bei unseren Lieferanten aufzubauen, dass es die EUTR überhaupt geben wird? Also aktuell ist das Wissen, glaube ich, sehr beschränkt. Es beschränkt sich eben auf einzelne Länder, die da betroffen sind, also die Regierungen direkt. Vielleicht ein paar, es gibt schon ein paar Verbände, die sich damit beschäftigt haben. Grundsätzlich würde ich sagen, das Wissen ist sehr gering und es liegt an uns als Importeure, dieses Wissen zu verbreiten an die Lieferanten. Das müssen wir schnellstmöglichst anfangen, damit wir dann, wenn es soweit ist, auch wirklich die Infos bekommen. Aber wenn man sich anschaut, das Wissen innerhalb der EU ist auch noch sehr, sehr gering. Das heißt, wie kann dann das Wissen außerhalb der EU groß sein, wenn wir es selber noch nicht wissen oder wenn viele betroffene Betriebe in der EU von dem Thema selber noch nie was gehört haben. Also da haben wir jetzt alle in Zukunft eine Aufgabe, diese Infos zu verbreiten. Okay, und ich sehe, dass das jetzt die letzte Folie ist. Jetzt bin ich auch durch. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und wenn Sie noch Fragen haben, geben Sie uns gerne Bescheid. Schreiben Sie uns eine Mail an iut@gdholz.de. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis vielleicht zum nächsten Mal. Dankeschön.